Herzlich willkommen zum Anfechtungsrecht. Wenn ich mit diesen Filmchen anfange, weiß ich ja nie, wie lang die werden. Diese hier, das prophezei ich mal, wird lang. Ich glaube, ich reiße locker die 2 Stunden. Vielleicht schaffe ich sogar 3 Stunden. Tut mir leid, ist nicht meine Schuld. Ich werde Ihnen in dieser Folie nämlich nicht nur die Anfechtung erklären, die schon kompliziert genug ist, sondern wir müssen auch erstmals einen grundlegenden Ausflug in das Schadensrecht machen. Wir werden nämlich den 122 BGB kennenlernen, der ist eine eigene Anspruchsgrundlage und das funktioniert nicht ohne sauberes Erklären, was ich versuchen werde, der Differenzhypothese sowie dessen, was positives Interesse und negatives Interesse, also dann auch Erfüllungsschaden und Vertrauensschaden bedeuten. Das kommt ganz zum Schluss, wenn wir alle schon halb tot sind, aber es ist ein Thema, was weit über die Anfechtung in das allgemeine Schadensrecht, auch später im Schuldrecht dann natürlich, hineinreicht. Das heißt, wir haben schon einen Riesenbrocken mit dem Anfechtungsrecht zu tun vor uns und einen zweiten Brocken mit der Schadensermittlung ebenfalls. Na dann, viel Spaß. Vorrede zweiter Teil. Wie Sie hier sehen können, betrete ich nun das Reich der Wirksamkeitshindernisse. Ich werde ab sofort mein Prüfungsschema bei Verträgen erweitern. Ich werde ab sofort Verträge in 2 Schritten prüfen. Erstens Einigung, zweitens Wirksamkeitshindernisse. Erstens Einigung wird das sein, was wir alles bisher gemacht haben. Nämlich haben wir 2 übereinstimmende Willenserklärungen, Antrag und Annahme. Da kommt rein Tatbestand der Willenserklärung, also objektiv, subjektiv, wenn es sein muss. Da kommt rein der Zugang, da kommt rein die Auslegung. Das packe ich jetzt also oben unter Einigung. Zweitens Wirksamkeitshindernisse. Und dort hinein kommt alles, was ich jetzt und in den nächsten Vorlesungen behandeln werde, also insbesondere hier die Extunknichtigkeit wegen Anfechtung, 142 BGB, machen wir jetzt. Ich greife willkürlich die beschränkt Geschäftsfähigen, also die Minderjährigen, kommt in den nächsten Wochen. Die Sittenwidrigkeit von Rechtsgeschäften, 138 BGB, kommt auch zu den Wirksamkeitshindernissen. Die Rechtswidrigkeit von Rechtsgeschäften, Gesetzeswidrigkeit von Rechtsgeschäften, 134 BGB, kommt auch zu den Wirksamkeitshindernissen. Die Formverstöße, 125 BGB, kommen auch zu den Wirksamkeitshindernissen. Das heißt, wir haben hier in unserem Prüfungsschema ein Fass aufgemacht, dasjenige der Wirksamkeitshindernisse, das wir nun peu à peu füllen werden. Ein ziemlich aufwendiger Job für uns alle. Vorrede dritter Teil. Tut mir leid, aber ich mache es nur zu Ihrem Verständnis. Die Rechtsgeschäftslehre ist eigentlich statisch und wird nur hier in der Anfechtung und, wenn man so will, beim überholenden Widerruf von letzter Woche ein bisschen dynamisch. Was will ich damit sagen? Im Grunde zeichnet sich, und das ist nicht für die Klausur, sondern nur für Ihren Kopf, zeichnet sich die Rechtsgeschäftslehre, also das, was wir hauptsächlich im BGB AT machen, dadurch aus, dass man eine Frage hat, nämlich haben wir eine wirksame Willenserklärung, haben wir einen wirksamen Vertrag? Das ist das, womit wir uns ja im Grunde schon die ganze Zeit beschäftigt haben, also immer nur ist der Anspruch entstanden. Und über späteres Erlöschen oder Einreden habe ich ja noch gar nicht geredet und das werde ich auch erst im Schuldrecht wirklich tun. Das Schuldrecht wird nämlich dynamisch sein. Ja, die drei Stufen der Dynamik im Recht der Schuldverhältnisse. Kommen wir später dazu. So. Hier in der Rechtsgeschäftslehre ist die Anfechtung insofern eine leichte Ausnahme, als dass hier auf der Zeitachse eine Dynamik eintritt. Nämlich es zuerst eine Willenserklärung gibt, die zu einem späteren Zeitpunkt rückwirkend wieder vernichtet wird. Das heißt, Sie haben es in diesen Anfechtungskonstellationen, und das mache ich nur, um Sie, wenn Sie eine Klausur lesen, darauf vorbereitet sind. Sie haben es also hier mit einer Häufung von rechtsgeschäftlich relevanten Ereignissen zu tun, nämlich klassischerweise, wenn wir dann sehen, zuerst der Abgabe einer Willenserklärung, die mit einem Willensmangel behaftet ist, wie sich dann irgendwann herausstellt, und nachträglich der Abgabe einer zweiten Willenserklärung, das wird die Anfechtungserklärung sein, welche wiederum die erste Willenserklärung rückwirkend vernichtet. 142 BGB. Statik und Dynamik. Im Schuldrecht sage ich noch ein paar Sachen dazu. Vorrede letzter Teil. Die Anfechtung ist im Grunde eine Spitze der Privatautonomie. Ja, also ich
kann meine eigene Willenserklärung rückwirkend vernichten, weil die einen Willensmangel gehabt hat. Das heißt, weil ich letztlich immer in meiner autonomen Entscheidung in irgendeiner Weise beeinträchtigt war. Und dann kann ich diese meine eigene Willenserklärung mit einer weiteren Willenserklärung aus der Welt heraus befördern, als sei sie nie da gewesen. Das ist natürlich schon ziemlich krass. Und ich habe schon immer im Anfechtungsrecht, also meine, sagen wir mal, Schwierigkeiten mit einigen Ergebnissen gehabt und die sind auch bis heute nicht weggegangen. Es ist also eine Spitze der Privatautonomie, die hier und da auch ein bisschen wehtut. Das werden Sie dann sehen. Weiß nicht, ob es Ihnen dann genauso geht wie mir. Es geht noch ein Stückchen weiter sogar, aber das merken Sie dann. Es gibt im Anfechtungsrecht einige Dinge, die ich richtig übel finde. Also ich bin normalerweise, freue ich mich darüber, Teil dieser Rechtsordnung zu sein und ich stehe auch dazu. Aber ab und zu gibt es so Stellen im Recht insgesamt und eben auch im Zivilrecht, die ich einfach nur grauenerregend finde und wo ich, also und zwar das Gesetz grauenerregend finde. Das wird hier passieren. Legen wir los, noch unjuristisch, einfach nur Beispiele, um Ihnen einen Eindruck zu geben, was jetzt großraummäßig passiert. Drei Stück. Alles drei Anfechtungsrecht. Erstens, der Benno ist Ihnen bekannt, der hebt aus Versehen einen Arm, um Hallo zu sagen. So. Hinterher verweigert er die Kaufpreiszahlung mit dem Argument, er habe sich geirrt. Sie erinnern sich an den Kerl. Ich habe Ihnen damals gesagt, der Fall ist noch nicht vollständig gelöst. Trierer Weinversteigerung. Wir haben ihn gelöst bis zu dem Punkt, statisch, bis zu dem Punkt, gibt es eine Willenserklärung des Benno, ja oder nein? Wir haben gesagt, aufgrund Erklärungsfahrlässigkeit, ja, also Kaufvertrag, ja. Und jetzt kann der anfechten, hinterher. Kommt. Der wird also jetzt erst richtig verarztet, dieser Benno. Ja, er muss unverzüglich anfechten, aber prinzipiell kann es. Mit dann der Möglichkeit, dass er Vertrauensschaden leisten muss nach 122. Also das ist alles schon viel zu weit vorne. Machen wir alles, machen wir alles. Zweitens, was jetzt kommt, sind die ganzen Verklicker im Netz. Da hoffe ich ja immer, dass die Studierenden andocken. Also, dass sie schon mal aus Versehen im Netz irgendwas, irgendeine Willenserklärung abgegeben haben, die sie so nicht gewollt haben. Also sie wollen, keine Ahnung, drei Paar Strümpfe oder sowas kaufen und aus Versehen werden das 30, ja. Oder sie wollen die Strümpfe in Large haben und aus Versehen bestellen sie Small oder so Zeug. Ja, das wird jetzt ebenfalls verarztet. Ich habe hier den Sonderfall, jemand möchte versteigern und hat 1 € Startpreis. Checkt's aber nicht richtig und wählt die Variante sofort kaufen. Das heißt, ein anderer Dritter sieht das und will also jetzt für 1 € das Ding per Sofortkauf kaufen, obwohl das viel wertvoller ist und eigentlich hätte versteigert werden sollen. Diese Fälle kommen in der Tat relativ regelmäßig vor. Ja, muss man nicht drüber lachen, es kann uns allen passieren. So. Ebenfalls Anfechtungsrecht, also die Möglichkeit, das eingestellte Angebot hinterher anzufechten, rückwirkend zu vernichten, mit allerdings dann dem Risiko, Vertrauensschaden leisten zu müssen nach 122. Kommt alles. Drittens, das ist jetzt nun was anderes, das ist der Bereich des 123. Der Karl hält seinem Vertragspartner eine Pistole an den Kopf, um die Unterschrift zu beschleunigen. Es funktioniert. Das ist eine Drohung. Ich weiß nicht, ob Sie den Film Sicario mit Benicio del Toro gesehen haben. Da kommt gegen Ende, kommt genau diese Szene vor. Wunderbarer Film übrigens, wunderbarer Schauspieler. Mein absolutes. Er wäre mein Vorbild, wenn ich ein Schauspieler wäre, bin ich aber nicht. Gut, auch das berechtigt zur Anfechtung und da werden Sie dann sehen, das muss man dann nicht unverzüglich machen, da hat man ein bisschen länger Zeit. So, warum habe ich Ihnen das alles vorgestellt? Naja, damit Sie ungefähr wissen, wo wir durchrudern werden und unten drunter steht das oben bereits von mir eingebrachte Begriffspaar Willensmängel und Privatautonomie. All diese drei Erklärungen, das Handheben, das verklickte Einstellen und die Unterschrift mit der Pistole am Kopf, leiden an Willensmängeln. Das sind unterschiedliche Willensmängel, die werden wir uns dann noch angucken. Es gibt insgesamt sechs. Und damit leidet sozusagen bei diesen Willenserklärungen, ist die Privatautonomie eingeschränkt. Ja, entweder ich habe mich geirrt, ich habe was nicht gewusst, ich habe mich verklickt oder jemand hält mir eine Pistole an den Kopf. Da bin ich immer nicht so autonom, wie ich idealerweise sein sollte. Das heißt, das Thema der Willensmängel, das wir jetzt behandeln werden, ist grundiert natürlich, wie immer in der Rechtsgeschäftslehre, durch die gute alte Tante Privatautonomie.
Immer noch Überblick, immer noch nicht richtig saubere Prüfung, jetzt allerdings schon etwas juristischer. Wir blicken ins BGB, in den allgemeinen Teil, nur in diesem Bereich Rechtsgeschäftslehre. Ich mach mal bei der zweituntersten, bei dem zweituntersten Punkt fange ich mal an. Die Rechtsfolge, auf die wir hinoperieren werden, ist der 142 BGB, also durch nachträgliche Willenserklärung, nämlich die Anfechtungserklärung, die anfängliche Unwirksamkeit meiner ursprünglichen mangelbehafteten Willenserklärung. Da wollen wir also hin, den 142 brauchen wir als Rechtsfolge, auf die hin operiert wird. Dann haben wir die Willensmängel. Ich habe Ihnen schon gesagt, es gibt insgesamt sechs. Das sind oben drei Irrtümer, die im 119 drin stehen. Da müssen wir in die Irrtumslehre rein. Es gibt nämlich relevante und nicht relevante Irrtümer. Dann haben wir die Falschübermittlung oder wie ich das nenne, den kaputten Boten. Das ist das harmloseste. Und dann haben wir schon gerade eben so ein bisschen das Sicario-Beispiel, die arglistige Täuschung und die widerrechtliche Drohung. Also wo jemand auf meine Privatautonomie, sei es durch ein Tun oder durch ein Unterlassen, in unzulässiger Art und Weise Einfluss nimmt. So, also 119, 120, 123, da müssen wir hin. Schauen wir uns alles an. Jetzt angenommen, eine Willenserklärung, die ich abgegeben habe, leidet an einem dieser aufgeführten Willensmängel, dann habe ich, und jetzt kommt eben das Zauberwort Gestaltungsrecht. Ja, ich habe Ihnen schon mal gesagt, am Anfang, als ich Ihnen die verschiedenen Willenserklärungstypen vorgestellt habe, habe ich gesagt, es gibt die zweiseitigen Verträge und es gibt die einseitigen Erklärungen, einseitige empfangsbedürftige Erklärungen und das sind häufig Gestaltungsrechte. Die Anfechtung ist nun ein Musterbeispiel des Gestaltungsrechts. Ich kann nämlich meine eigene Willenserklärung durch einseitige empfangsbedürftige Erklärung, durch einseitige empfangsbedürftige Anfechtungserklärung rückwirkend vernichten. Diese dann zweite Willenserklärung müssen wir uns natürlich ebenfalls angucken. Für die gelten unterschiedliche Fristen. Ich habe gerade eben oben schon mal gesagt, unverzüglich 121, aber für den 123 gilt dann der 124. Dann schauen wir uns alles an. Damit kriege ich also meine erste Willenserklärung weg. Und dann bin ich bei der Rechtsfolge, extrinsische Unwirksamkeit, also anfängliche Unwirksamkeit meiner eigenen ursprünglichen mängelbehafteten Willenserklärung. Und dann kommt großer Strich. Unter gewissen Umständen ein neuer Anspruch. Also eine neue Anspruchsgrundlage da, der 122 BGB kennen wir noch nicht. Da habe ich Ihnen gesagt, da erkläre ich Ihnen Differenzhypothese, positives Interesse, negatives Interesse, Vertrauensschaden, Erfüllungsschaden. Das nämlich mein Anfechtungsgegner und mein ehemaliger Vertragspartner, dem ich ja nun gerade einen Vertrag, sage ich jetzt mal, kaputt gemacht habe, weil ich meine eigene Willenserklärung nachträglich wieder aus der Welt genommen habe. Der kann dann möglicherweise gegen mich einen Anspruch auf Schadensersatz stellen, und zwar auf Vertrauensschaden begrenzt durch den Erfüllungsschaden. Nochmal ein ganz eigenes Thema. So, kommt Ihnen das bis jetzt vor wie Bahnhof? Ja, dann macht es ja Sinn, dass ich jetzt die Vorlesung starte. Sinnvollerweise folgt man im Anfechtungsrecht einem fixen Prüfungsschema. Das gebe ich Ihnen jetzt. Das mag Sie vielleicht nerven, weil Sie sagen würden, muss man sowas auswendig lernen. Okay, von mir aus. Andererseits ist es natürlich massiv hilfreich und auch ganz schön, weil man die Prüfungsstruktur zumindest, die Inhalte nicht, aber die Prüfungsstruktur zumindest vorgegeben hat. Also diese Folie dient, wo in der Klausur bin ich eigentlich? Die dient der Klärung dieser Frage und dann, was mache ich? Erstens, wo bin ich? Das habe ich oben als Szenario geschildert. Sie versetzen sich in die Rolle von dem Benno, der die Hand gehoben hat und der jetzt einen Kaufvertrag am Hals hat. Oder in die Rolle von dem Typen, der sich im Netz verklickt hat und ebenfalls einen Kaufvertrag am Hals hat. Und jetzt hinterher feststellt, oh, ich habe mich geirrt, ich wollte ja gar nicht Wein kaufen, ich wollte ja gar nicht 100 Hosen, sondern nur eine, sowas. Und der will jetzt die erste Willenserklärung wieder wegkriegen. Das ist hier jetzt mal nur lebenstechnisch betrachtet, das ist das Szenario, in dem Sie sich befinden. Ich packe die Anfechtung mit ihrer Rechtsfolge des 142 in das Thema Wirksamkeitshindernisse. Habe ich ja oben bereits gesagt. Disclaimer: Man kann die Anfechtung wegen ihres nachträglichen Passierens, aber eben ihrer Rückwirkung auch hinten unter Erlöschen von Ansprüchen packen. Beides ist gleichermaßen richtig und möglich.
Ich allerdings mache das hier unter Wirksamkeitshindernis mit, wie ich finde, guten Gründen, deren einer der Paragraph 142 mit seiner Rückwirkung eben ist. Ist aber egal. Für uns landet es also in Wirksamkeitshindernis. Das heißt, unser Prüfungsschema oder wo wir sind in der Klausur wäre folgendes. Nehmen Sie ruhig den Weinversteigerungsfall. Das passt prima. Ja? Also Anspruch des Versteigerers gegen den Benno auf Zahlung von so und so viel Kisten Wein, Anspruchsgrundlage 433 Absatz 2 BGB. Sie haben schon ein bisschen im Kopf, der Benno will da wieder raus aus der Nummer. Ja? Das ist ja immer Anfechtungssituation. Ich will da wieder raus. So. Anspruch wäre entstanden, wenn zwischen V und Benno ein wirksamer Kaufvertrag über Wein 433 zustande gekommen wäre. So, und jetzt geht's los mit meiner Doppelprüfung, mit meiner Prüfung in zwei Schritten, was ich gesagt habe, ab jetzt mache ich das auf. Groß A, wir brauchen eine Einigung. Groß B, wir prüfen, ob Wirksamkeitshindernisse bestehen. Unter Groß B kommt dann mein Anfechtungsding, ja? So, Groß A, wir brauchen eine Einigung, Willenserklärung des V, Willenserklärung des Benno. Und da kommt der ganze Schmonzes rein, den wir in der Folie 5 oder 6, ich weiß es nicht mehr, bei der Trierer Weinversteigerung geprüft haben, also objektiver Tatbestand, subjektiver Tatbestand, Zugang, Auslegung, bla bla bla. Das kommt da rein, abgehakt, weg damit, haben wir hinter uns. Und jetzt, zu prüfen ist, ob aber eventuell, und da muss ich dann natürlich auf die Willenserklärung hin, die ich anfechten will, ob eventuell die Willenserklärung des Benno an dem Wirksamkeitshindernis des Paragraphen 142 BGB leidet, dass sie nämlich durch eine erfolgreiche Anfechtung des Benno nachträglich, rückwirkend, extunk, anfänglich nichtig geworden ist. Ich hake hier kurz ein. Wer sich schlecht ausdrückt, sagt: Ich fechte den Vertrag an. Wer sich gut ausdrückt, sagt: Ich fechte meine eigene Willenserklärung an. Also hier der Benno ficht sein Handheben an. Seine eigene, was wir ihm zur Willenserklärung gemacht haben. Ich fechte also technisch gesehen nicht einen Vertrag an, sondern meine eigene Willenserklärung mit der daraus mittelbar natürlich erwachsenen Konsequenz, dass dann auch der ganze Vertrag anfänglich nichtig ist. Aber nicht, weil ich den Vertrag angefochten habe, sondern weil die eine Willenserklärung, die der Vertrag gebraucht hat, weg ist. Und damit ist dann auch der Vertrag weg. So. Trotzdem hat sich es ein bisschen etabliert, dass die Leute sagen, ich fechte den Vertrag an oder so. Und am Ende läuft es ja auch darauf hinaus, nur das Richtige ist Anfechtung der eigenen mit einem Willensmangel behafteten Willenserklärung. So. Dann bin ich im Rahmen der Wirksamkeitshindernisse in der ausgeworfenen Rechtsfolge 142 Nichtigkeit extrunk und dann fange ich an zu prüfen und die Anfechtung hat idealerweise vier Schritte. Deren letzter übrigens vier die Rechtsfolge ist, die wir gerade, also da muss ich nichts mehr dazu sagen, da wollen wir ja dann hin, ja? So. Also vorher die drei Tatbestandsvoraussetzungen sind dann Anfechtungsgrund, unser nächstes Thema, gleich nächste Folie, Anfechtungserklärung, also die zweite Willenserklärung, das Gestaltungsrecht, einseitige empfangsbedürftige Erklärung. Und diese Anfechtungserklärung muss innerhalb der jeweils geltenden Frist erfolgen. Das wird der Punkt 3 sein. Also Grund, Erklärung, Frist, Rechtsfolge. Unser, wie Sie ja da auf der linken Seite schon sehen, ja, unser Programm ab jetzt für die Vorlesung. Auf geht's. Es gibt sechs Anfechtungsgründe. Hier stehen sie. Sagte ich oben sechs Willensmängel, das war nur so halb richtig, denn da in der Mitte die Falschübermittlung, der kaputte Bote, das ist nicht wirklich ein Willensmangel, egal. Also es gibt sechs Anfechtungsgründe. Die drei Irrtümer, dass wir die Wörter schon mal gehört haben, den Erklärungsirrtum und den Inhaltsirrtum, die stehen beide in 119 Absatz 1 BGB. Wird nicht ganz unkompliziert. Grundsatz wird sein, das objektiv Gesagte entspricht nicht dem subjektiv Gewollten. Ah, Benno, hier wird dir geholfen. Ne? Dann den dritten Irrtum, der steht in 119 Absatz 2. Irrtum über eine verkehrswesentliche Eigenschaft einer Sache oder Person. Da werde ich dann anfangen zu schimpfen, habe ich ja oben bereits angekündigt, über den Gesetzgeber zu schimpfen. Dann haben wir den kaputten Boten als jetzt inzwischen
vierten Anfechtungsgrund, 120, Falschübermittlung. Und unten, da wird es noch ein bisschen lustiger, ja, arglistige Täuschung und Drohung. Da passiert dann was sozusagen. So, damit habe ich Ihnen die sechs möglichen Anfechtungsgründe genannt und jetzt muss ich einfach von 1 bis 6 da durch. Und dann bin ich ja noch lange nicht fertig mit der Vorlesung. Ja, Sie merken schon, das dauert. Die ersten beiden Anfechtungsgründe stehen zusammen in dem Paragraphen 119 Absatz 1 BGB. Das heißt, man kann sie, wenn man sauber arbeitet, gut voneinander trennen und wenn man, also das sollte man auch tun. Es ist am Ende aber egal, welcher von beiden vorliegt. Inhalts- und Erklärungsirrtum laufen beide auf dasselbe hinaus, nämlich auf einen Anfechtungsgrund. Beide stellen Willensmängel dar und beide, und das ist die Grundregel in dem 119 Absatz 1, bevor wir das lesen, beide haben den gleichen Tatbestand, nur leicht variiert. Und der Tatbestand ist, das objektiv Gesagte entspricht nicht dem subjektiv Gewollten. Das ist auch so eine Art Überprüfung, die man in der Klausur bringen kann. Das kann man auch als Obersatz hinschreiben. Und innerhalb dieses objektiv Gesagtes ist ungleich subjektiv Gewolltes, gibt es noch den feinen Unterschied, je danach, welches Erklärungszeichen ich verwende. So, das klang abstrakt, aber wir werden es gleich verifizieren. Lesen wir kurz. Wer bei Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im Irrtum war, das ist der Inhaltsirrtum. Oder eine Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte, das ist der Erklärungsirrtum. Kann die Erklärung anfechten, und jetzt mache ich es kurz, wenn anzunehmen ist, dass der Irrtum für die Erklärung kausal war. Das ist eine brutale Verkürzung, aber ich will vor allem zu den Tatbeständen Inhalts- und Erklärungsirrtum. In beiden Fällen Inhalts- und Erklärungsirrtum, also gilt die Grundregel, das objektiv Erklärte entspricht nicht dem subjektiv Gewollten. Das eine ist also ungleich das andere. Damit kommt man immer hin. Jetzt, wenn man innerhalb des 119.1 differenzieren will, was bedeutet Erklärungsirrtum hier oberer Pfeil, was bedeutet Inhaltsirrtum hier unterer Pfeil? Erklärungsirrtum bedeutet, dass ich bereits ein Erklärungszeichen benutze, das ich überhaupt nicht benutzen wollte. Das ist klassischerweise, als ich noch Jura gelernt habe, das Verschreiben gewesen. Ja, ich schreibe aus Versehen ein Wort, was ich nicht schreiben wollte. Oder man kreuzt in irgendeinem Formular irgendwas an und macht das Kreuz an der falschen Stelle. Solche Sachen. Seit es das Netz gibt, zählen die ganzen Verklicker, man klickt irgendwie an der falschen Stelle, die sind Erklärungsirrtümer. Raus kommt eine Willenserklärung, da steht, ich möchte 100 Hosen, aber ich wollte in Wirklichkeit nur eine. Oder rauskommt, ich will die Hose in Large und ich wollte es in Wirklichkeit in Small, irgendwie so Zeug. Das heißt, ich habe eine Willenserklärung abgegeben mit einem Erklärungszeichen, das als solches ich bereits nicht nutzen wollte. Man kann überprüfen, entspricht das objektiv Erklärte nicht dem subjektiv Gewollten? Ja, objektiv 100 Hosen, subjektiv eine. Diese Probe ist damit bestanden. Der Unterschied besteht. So, jetzt Inhaltsirrtum. Beim Inhaltsirrtum nutze ich das Erklärungszeichen, das ich nutzen möchte, aber ich irre mich über seine Bedeutung. Auch hier entspricht das objektiv Gesagte nicht dem subjektiv Gewollten. Diese Regel gilt also weiter für den gesamten 119 Absatz 1, aber auch wirklich nur für den 119 Absatz 1. Und ich finde den Inhaltsirrtum immer etwas einfacher zu erkennen als den Erklärungsirrtum. Warum? Weil wir hier immer eine Person vor uns haben, die ein Wort benutzt oder eine Wortkombination benutzt und nicht genau weiß, was das bedeutet. Das sind natürlich relativ häufige Fälle von Menschen, die nicht in ihrer Muttersprache reden. Das lasse ich jetzt mal hier raus, aber das mag ein relevanter Fall sein. Ich habe Ihnen hier so mehr oder weniger lächerliche Beispiele hingeschrieben. Also irgendwo in der Berliner Gegend scheinen Sie das Wort Bräule zu verwenden für irgendwas, was man essen kann. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ein Hühnchen oder sowas. Und wo wir schon im Geflügelbereich sind, die Kölner haben etwas, das heißt halber Hahn. Das scheint nicht das zu sein, wonach es aussieht. Also kein Hühnchen, sondern einfach ein Brot. Jetzt gehe ich also nach Köln,
bestelle dort einen halben Hahn und der kommt mit dem Brot und ich sage, ich will das nicht, ich fechte das an. Und das kann ich. Das kann ich. Inhaltsirrtum, ich kann es anfechten. Sagte ich oben, dass ab und zu Ergebnisse rauskommen, die ich für nur eingeschränkt gerecht halte. Vielleicht geht es Ihnen hier genau wie mir. Der bringt mir den halben Hahn und ich sage, ich fechte an, das muss ich unverzüglich machen. Und dann kann er das Ding gleich wieder mitnehmen. Das lässt sich natürlich nur mit meiner tollen Privatautonomie begründen. Ja? Die war eingeschränkt durch meinen Irrtum, weil ich das nicht gewusst habe, was das bedeutet. Und deswegen kann ich das also tatsächlich anfechten. Mein Vertragspartner, der mir das Ding gebracht hat, der sagt natürlich mit einer gewissen Berechtigung, und das ist jetzt plötzlich mein Problem, und er hat recht mit diesem Einwand, und die Rechtsordnung hilft ihm da erstmal nicht. Ich kann als Kunde tatsächlich anfechten, wenn ich mit einem Inhaltsirrtum, wenn meine erste Willenserklärung mit einem Inhaltsirrtum belegt war. Nur hinterher hilft ihm das Recht ein bisschen weiter. Er hat nämlich gegen mich den Schadensersatzanspruch aus 122. Also ich muss ihm sein negatives Interesse begrenzt durch das positive Interesse ersetzen. Machen wir später. Das läuft dann auf den Preis des halben Hahns, dieses Brotes hinaus, weil er das nämlich nicht mehr gebrauchen kann. Gucken wir uns alles an. So, aber schon nochmal, Spitze der Privatautonomie, ja, also hier ist sie echt spitz, also zwar definitiv spitz. Und man kann, also echt, ich bin für jede Diskussion zu haben, wo man sagt, muss das so sein. Klar, wer die Privatautonomie liebt, wie wir alle das ja tun, der kann sich das zumindest erklären. Ich habe noch ein gutes, besseres Beispiel, weil es aus meinem eigenen Leben stammt. Da steht das Wort Steer. Steer oder Steer, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Ich bin aus München nach Rheinland-Pfalz in die Pfalz gekommen und wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, was Steer heißt. Ich kannte das Wort nicht. Steer ist wohl eine Maßeinheit für Holz. Und sie entspricht wohl, jetzt merken Sie, ich kenne es eigentlich immer noch nicht genau, ich weiß immer noch nicht genau, was es bedeutet, es entspricht wohl einem Kubikmeter. Jetzt denken Sie mich als Kunden, der bei der Holzhandlung einfach mal so 10 Steer bestellt, weil er nicht genau weiß, was das ist, und weil er sich denkt, na gut, 10 Steer werden ungefähr hinkommen. Ja, so viel brauche ich für meinen kleinen Wohnzimmerkamin. Und der dann völlig verwundert ist, wenn ein ganzer Lastwagen voll Holz bei ihm auftaucht. Und dann kann auch diese Person sagen, ich hatte einen Inhaltsirrtum, ich wusste nicht, was Steer bedeutet. Ich fechte nach 119 Absatz 1 Alternative 1 wegen Inhaltsirrtums an. Wieder Spitze der Privatautonomie. Ja? Also wieder sozusagen, mein Lieferant sagt, das gibt es ja wohl nicht. Ja? Kannst du dich nicht mal vorher informieren? Aber 119 1 sagt, ich kann anfechten, muss ihm dann allerdings den Vertrauensschaden nach 122 ersetzen. Der in diesem Fall ein bisschen höher ist. Ja, also ich muss ihn so stellen, als hätte es meine fehlerhafte Steherwillenserklärung niemals gegeben. Und da sind wir schon bei Transportkosten und so weiter. Das heißt, er kommt hinterher auf seine Rechnung irgendwie. Aber mein Restgerechtigkeitszweifel bleibt. Gut, mehr habe ich zu Erklärungsirrtum und Inhaltsirrtum erstmal nicht vorwegzuschicken. Gleich machen wir ein Fällchen im Ergebnis für die Studis, die nur auf die 4 kommen wollen, ja, auf die 4,0, also so 4 gewinnmäßig. Das Ergebnis ist bei beiden gleich, Erklärungs- und Inhaltsirrtum. Beides sind Anfechtungsgründe und sie sind auch insofern gleich, als bei beiden das objektiv Erklärte nicht dem subjektiv Gewollten entspricht, nur eben auf unterschiedliche Art und Weise. Also Fällchen ist relativ easy. Falsch ausgefüllt, richtig abgewühlt. Na, der Kerl, der sich diese Überschrift ausgedacht hat, muss ja echt mal ein Witzbold sein. Klaus will bei Fritz 20 Flaschen Sekt bestellen. Er setzt in ein Bestellformular des Fritz die Zahl 20 ein und übersieht dabei, dass der Vordruck nur die Bestellung von Kisten vorsieht. Er will 20 Flaschen und kreuzt 20 Kisten an. Das ist noch ein analoger Fall, ja, der ist auf Papier, aber Sie können sich's ins Internet hinüberdenken, denke ich mal. Als Fritz 20 Kisten Sekt mit Rechnung sendet,
Entgegnet der Klaus, er werde keinesfalls 20 Kisten abnehmen und bezahlen. Dieses Entgegnen wird in einem späteren Stadium dieser Folie, dieser Vorlesung, die Anfechtungserklärung sein. Also der Satz, mit dem ich sage, ich will nicht, ich will raus. Ja. Auslegung dann auch 133, 157, falser Demonstratio non nocet, das kennen Sie alles gut. Anspruch des Fritz auf Bezahlung von 20 Kisten Sekt. Anspruchsgrundlage natürlich 433 Absatz 2 BGB, also Fritz gegen Klaus auf Kaufpreiszahlung, Höhe steht nicht dabei, egal, aus 433 Absatz 2 für 20 Kisten Sekt. So. Anspruch entstanden, nicht erloschen, keine Einreden. Ich beschäftige mich nur mit entstanden, weil ich dort dann die Wirksamkeitshindernisse haben werde. Dort selbst packe ich die Anfechtung mit rein. Ich habe oben schon mal angedeutet, es gibt einen anderen Lösungsweg. Wahrscheinlich sind es sogar mehr Juristen, die diesen anderen gehen. Die würden die Anfechtung dann unter Groß zweitens, also Erlöschen des Anspruchs, hineinpacken. Nochmal Glasperlenspielerei. Im Ergebnis läuft es auf das Gleiche hinaus. Also bei mir wird es oben unter entstanden sein. Das heißt, ich lasse erloschen und keine Einreden lasse ich wieder weg. Groß A, der Anspruch wäre entstanden, wenn ich zwischen dem Klaus und dem Fritz einen wirksamen Kaufvertrag hätte. Nicht ich, wenn zwischen denen ein wirksamer Kaufvertrag gegeben wäre. Schön. Jetzt kommt die von mir bereits mehrfach angekündigte Zweiteilung. Groß A, haben wir eine Einigung, und Groß B, gibt es Wirksamkeitshindernisse. Erstens also eine Einigung, zwei übereinstimmende Willenserklärungen und jetzt natürlich schon so ein kleines bisschen objektiver Tatbestand. Erkennbarkeit von Rechtsbindungswillen, Auslegung der Willenserklärung, jetzt hier insbesondere bei dem Klaus. Und das sieht jetzt nun objektiv ohne Zweifel so aus, dass der 20 Kisten haben möchte. Das hat er ja auch angekreuzt. Kriegen wir hin. Im subjektiven Tatbestand, wenn man den Weg gehen will, käme man jetzt an die Stelle, die ich oben in der Weinversteigerung schon mal gehabt habe, also ein paar Vorlesungen zurück. Da habe ich Ihnen im subjektiven Tatbestand gesagt, der Geschäftswille wird zwar mit erwähnt, gehört aber nicht wirklich zum subjektiven Tatbestand dazu. Das hier ist jetzt genau der Punkt. Dem fehlt es an einem konkreten Geschäftswillen auf diese 20 Kisten bezogen. Aber der ist eben nicht Voraussetzung im subjektiven Tatbestand der Willenserklärung. Das heißt, ich habe einen objektiven und subjektiven Tatbestand, habe ich. So. Und zwar auf beiden Seiten. Und jetzt kommen eben die Wirksamkeitshindernisse. Frage ist, ob möglicherweise, und jetzt kann man das ganz schön und sauber machen, ja, nicht Anfechtung von Verträgen, sondern Anfechtung der eigenen fehlerbehafteten Willenserklärung. Zu denken wäre also daran, dass der Fritz... Nein, der Klaus, Entschuldigung. Zu denken wäre also daran, dass der Klaus seine eigene Willenserklärung wirksam angefochten haben könnte. Mit der Rechtsfolge, dass diese gemäß 142 BGB als rückwirkend oder auch ex tunc nichtig anzusehen wäre, mit der dann mittelbaren Folge, dass der Vertrag insgesamt anfänglich unwirksam wäre. Ja, ich fechte meine eigene Willenserklärung an und der Gesamtvertrag, der ja zwei Willenserklärungen braucht beim Kaufvertrag, wird damit ebenso unwirksam, mittelbar. Und wenn ich diesen Obersatz ausgeworfen habe, also könnte anfänglich unwirksam sein, die Willenserklärung, wenn wirksam angefochten hätte, dann bin ich in meinem Prüfungsschema. Erstens Anfechtungsgrund, zweitens Anfechtungserklärung, drittens innerhalb der Frist und viertens schlussendlich Rechtsfolge. Extunk Unwirksamkeit. Das haben wir alles ja oben schon gehabt. Wir sind aber erst im ersten Punkt. Wir sind erst beim Anfechtungsgrund und wir sind ja auch da erst bei dem 119 Absatz 1. Das heißt, wir können bis jetzt nur zwei Anfechtungsgründe, Erklärungsirrtum und Inhaltsirrtum. Das objektiv Gesagte entspricht nicht dem subjektiv Gewollten. Das gilt für beide. Gewollt waren 20 Flaschen, gesagt waren 20 Kisten. Also funktioniert die Generalprobe sozusagen schon mal. Und ich muss mich nur noch entscheiden, ist das ein Erklärungsirrtum, bei dem ich bereits das falsche Erklärungszeichen verwende, oder ist es ein Inhaltsirrtum, bei dem ich das richtige Erklärungszeichen verwende, aber die Bedeutung nicht verstehe oder eine andere Vorstellung von der Bedeutung habe. Hier offensichtlich... Das gedachte, gewollte Zeichen sind Flaschen, das gewählte Zeichen sind Kisten, also Erklärungsirrtum.
Anfechtungsgrund damit vor und dann müsst ihr die noch erklären. Das ist da, wenn der sagt, ich will die ganzen Kisten nicht, das reicht schon, ja, falls er Demonstratio und so Zeug. Und dann müsste er das noch unverzüglich tun. Das macht er offenbar sofort. Das wäre dann der 121 BGB. Und damit hätte der wirksam angefochten, damit würde der Anspruch nicht bestehen. Und wenn man den Fall dann vollständig machen will, würde es in die zweite Runde gehen. Wie eigentlich immer oder oft bei diesen Irrtumsanfechtungen. Nämlich die zweite Runde hat jetzt der Fritz, der nun keinen Kaufpreiszahlungsanspruch aus 433 zu hat, hat der, ich bin versucht zu sagen, stattdessen, aber das stattdessen ist ein Begriff, der in gefährliche Gefilde führt. Also hat der, ich sage es mal untechnisch, abgesehen davon, einen Anspruch aus Paragraph 122 BGB. Das machen wir später noch, nämlich auf den Vertrauensschaden, maximal begrenzt durch den Erfüllungsschaden. Der ist also so zu stellen, als hätte es diese 20 Kisten Willenserklärung des Klaus niemals gegeben. Und da sind wir jetzt wieder bei, was der da investiert hat in die Lieferung und solche Sachen. Und das müsste ihm unser anfechtender Klaus dann ersetzen. Das ist aber Zukunftsmusik. Das machen wir später. So, jetzt habe ich zu diesem Fall schon ganz schön viel erzählt. Aber Sie haben ja gesehen, wie man sich durch solche Dinge durchfriemelt. Und Sie haben vor allem jetzt bereits gesehen, diese Anfechtungs-, also ich habe oben gesagt Dynamik. Ja, diese Anfechtungsfälle, die werden immer länger und immer länger und immer länger. Schon aufgrund der realen Ereignisse. Ja, es gibt am Anfang eine Willenserklärung und dann hinterher noch mal eine, nämlich die Anfechtungserklärung. Und man denkt, man ist fertig und dann geht es erst wieder von vorne los mit dem neuen Anspruch aus 122. Das ist Arbeit, Schreibarbeit. Typisches Klausurzeitproblem. Ja, I'm sorry, es ist einfach so. Dieses da nur noch zur Erläuterung, das sind also die Internetirrtümer. Diese Fälle sind Legion, die gibt es ständig und für mein Gefühl viel zu oft, dass auf der eBay-Plattform, wo ich zwei Möglichkeiten habe, entweder die Versteigerung oder aber den Sofortkauf, das kann man ja ausruhen, dass die Leute offenbar immer, und nicht immer, aber in erstaunlich hoher Zahl versteigern wollen, aber aufgrund welchen Versehens oder aufgrund welcher Nachlässigkeit oder welcher, was weiß ich, passiert das denen, dass die das also stattdessen zum Sofortkauf setzen. Und dann ist ein super Schlauer am anderen Ende des Netzes, der sieht das und sagt, Sofortkauf für 1 Euro, das mache ich. Der kann gar nicht so schnell klicken, wie er klicken will. Ja? So, und vor allem gar nicht so schnell bezahlen. Ja? Dieser 1 Euro, den hat er überwiesen, schneller als nix. Und will dann das Handy in diesem Fall haben. So. Und auch hier kann angefochten werden. Und da muss ich jetzt übrigens sagen, das ist dann auch, also da habe ich kein Problem damit, das ist dann irgendwie auch gerecht. Beklagte bietet auf eBay, also aus Beklagte sehen Sie schon, das ist also tatsächlich ein Gerichtsfall gewesen, bietet auf eBay zum Preis von 1 Euro das neuwertige iPhone mit Zubehör an, für 1 Euro. Anstatt Beat hat er jedoch Sofortkauf ausgewählt, versehentlich. Der Kläger klickt so schnell er kann zu einem Preis von 1 Euro und überweist so schnell er kann diesen Euro. Und jetzt will er das iPhone, also Anspruch des Klägers gegen den Beklagten aus 433 Absatz 1 auf Übergabe und Übergabe des iPhones zum Preis von 1 Euro. Jo, gutes Geschäftle. Verkäufer verweigert das, verweigert das, da er den Vertrag wegen Erklärungsirrtums wirksam angefochten habe. Ja, wenn die da schon alles reinschreiben, brauche ich ja nichts mehr zu prüfen. So ist es. Dieser Ansicht folgte das. Ah, da haben wir es doch. Aber Amtsgericht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Amtsgericht Kassel. Es sei kein Zweifel daran zu hegen, dass der Verkäufer ein neuwertiges iPhone, das damals, heute sind die Dinger doppelt so teuer geworden, glaube ich, 500 Euro gekostet hat, also irgendwie das iPhone 2 oder 3 oder sowas, keine Ahnung. Ohne Zweifel nicht für 1 Euro. Und dann noch nett unten drunter, ja. Hierfür spreche auch die Tatsache, dass unter dem angeblichen Sofortkauf die Worte viel Spaß beim Bieten gestanden. Aber spätestens da merkt jeder, oh, der hat sich geirrt. Demzufolge wirksam angefochten, demzufolge für unseren armen Kläger, der so gerne ein iPhone für 1 Euro gekriegt hätte, die Antwort, nein, du hast keinen Anspruch aus 433 Absatz 1. Das Internetangebot, ja, das fehlerbehaftete Internetangebot ist wirksam angefochten durch denjenigen, der es eingestellt hatte. Also kein Kaufpreisanspruch, also können wir unserem Kläger vielleicht noch sagen, du, vielleicht hast du einen Schadensersatzanspruch später aus 122, aber ich sehe nicht so richtig, welche Art von Schaden denen entstanden sein soll. Nö, kann ich hier irgendwie nicht entdecken.
decken. Den 1 Euro kriegt er sowieso aus 812 zurück. Nee, also brr, ich sehe hier keinen Schaden, hier kein Porto oder Transport. Nee, nee. Vergessen Sie das Letzte, was ich gesagt habe. Vergessen Sie es einfach. Whatever. Damit haben wir den 119 Absatz 1 durch. Wir haben unsere ersten beiden Willensmängel, nämlich den Erklärungs- und den Inhaltsirrtum. Und wir haben unsere erste Vorschrift, nämlich den 119 Absatz 1. Und damit komme ich zum dritten Irrtum, nämlich dem sogenannten Irrtum über verkehrswesentliche Eigenschaften einer Person oder Sache. Ich werde es umdrehen, einer Sache oder Person. Und damit sind wir im 119 Absatz 2. Dritter Anfechtungsgrund, dritter Willensmangel. Schauen wir rein. Hier also die untere Vorschrift, der untere Absatz, Absatz 2. Als Irrtum über den Inhalt der Erklärung, da geht der Blödsinn schon los. Lesen Sie das um. Als anfechtungsberechtigender Irrtum gilt auch. Ja, das hat mit Inhaltsirrtum nichts zu tun. Gilt auch der Irrtum über solche Eigenschaften, werde ich Ihnen natürlich erzählen müssen, was das bedeutet, beziehungsweise ich kann es jetzt schon machen, dauerhaft einer Sache oder Person, dauerhaft anhaftende, wertbildende Merkmale. Da muss man ein bisschen was ausführen, mache ich gleich. Also der Irrtum über Eigenschaften, Person oder Sache, ich mache zuerst Sache, dann Person, die verkehrswesentlich anzusehen ist, das wird die objektiv konkrete Relevanz für das konkrete Rechtsgeschäft sein. Ich sage es nochmal schöner, die objektive Relevanz für das konkrete Rechtsgeschäft. So, jetzt haben wir es. Das ist also die Anfechtungsberechtigung dadurch, dass ich eine Willenserklärung abgegeben habe und mich geirrt habe über das, was eine Sache oder Person für Eigenschaften hat. Ich fange gleich an zu schimpfen. Ich finde diese Vorschrift in Teilen grauenerregend. Aber machen wir mal ganz langsam. Das, was hier steht, ist sozusagen der übliche Lehrstoff. Also das, was man zu dem 119 Absatz 2 Irrtum über verkehrswesentliche Eigenschaft üblicherweise lernt und von meiner Seite aus erklärt. Sie sehen oben systematische Einordnung, das ist das Komplizierteste, dann in der Mitte, was ist Eigenschaft und unten, was verstehen wir unter Verkehrswesentlichkeit. So, diese drei Sachen mache ich jetzt. Oben, systematisch versteht man den 119 Absatz 2 am besten als einen ausnahmsweise beachtlichen Motivirrtum. Das wirft die Frage auf, was sind Motive, was sind Motivirrtümer? Also, alles, was nicht Eingang in meine Willenserklärung findet, bleibt bloßes Motiv. Alles, worüber ich nicht spreche, was nicht Teil meiner Erklärung wird, was nur in meinem Gehirn stattfindet, das ist nur mein Motiv. Wenn ich mich in diesem Bereich irre, der also nicht Teil der Willenserklärung geworden ist, dann handelt es sich um einen bloßen Motivirrtum und dieser ist üblicherweise unbeachtlich. Beispiel hierfür wäre, ich kaufe mir ein Wintersportgerät und habe im Bereich meiner Motivation die Vorstellung, dass weiterhin die Winter weiß und verschneit sein werden, oder sagen wir, dieser Winter weiß und verschneit sein wird, und es stellt sich heraus, das ist er nicht. Aufgrund dieses Irrtums kann ich nicht anfechten. Das ist einfach im Bereich meiner Motivation und das hat vor allem keinen Eingang in meine Erklärung gefunden, als ich dieses Wintersportgerät gekauft habe. Damit weiß ich nicht, ob Sie diesen Satz, diesen ersten Fall, der da steht, der gilt, und das ist ein super schöner systematischer Satz, der ist, für manche ist der zu sperrig, aber für mich funktioniert er hundertprozentig. Irrtümer, die nicht unter den 119.1 fallen, bei denen also objektiv Gesagtes und subjektiv Gewolltes nicht auseinanderfallen, so gerade eben mein Wintersportsbeispiel, die sind bloße Motivirrtümer und diese sind normalerweise unbeachtlich und jetzt Ausnahme von der Regel, nur eben nicht dann, wenn ich mich hinsichtlich einer verkehrswesentlichen Eigenschaft einer Sache oder Person geirrt habe.
dann sagt der 119 Absatz 2 BGB, du kannst anfechten, obwohl es nur ein Motivirrtum ist, denn diesen einen Typ von Motivirrtum, nämlich denjenigen über eine verkehrswesentliche Eigenschaft der Sache oder Person, den erkläre ich BGB ausnahmsweise für beachtlich. Wie immer, wenn man versucht, Systematik zu erklären, manchmal geht es besser, manchmal geht es schlechter. Ich glaube, im Augenblick kriege ich es besser nicht hin. Dann Punkt 2, und das ist dann sozusagen das erste harte Tatbestandsmerkmal. Was ist eine Eigenschaft? Ein der Sache, Person mache ich gleich später, dauerhaft anhaftendes, wertbildendes Merkmal. Das ist eigentlich eine ganz gut funktionierende Definition, die man sich fast vielleicht auch selbst hätte herleiten können, also untechnisch ausgedrückt, wie eine Sache ist und bleibt. Klassischerweise haben sie es zu tun mit dem Material, ja, also ein Irrtum zum Beispiel, so ein klassischer Lehrbuchfall. Ich denke, etwas sei aus Gold und in Wirklichkeit ist es nur aus einem Metall, das nicht Gold ist und oben drüber ist aber nur so ein bisschen Blattgold. Dann hätte ich mich über die Eigenschaft Material geirrt und könnte anfechten, wenn ich es unverzüglich tun würde. Ähnliches die Herkunft, also da sind wir so im Bereich Porzellan, kann von irgendwo herkommen. Ich bin da nicht so der Experte, aber China fällt mir ein, Dresden fällt mir ein und so. Und dann ist es aber in Wirklichkeit ganz woanders her. Auch das ist eine Eigenschaft, dauerhaft und wertbildend. Ich gehe mal bei Porzellan davon aus, dass die Herkunft sehr wohl wertbildend ist. Alter, ja, wie alt ist etwas? Ist das antik oder ist das von vorgestern? Da gibt es übrigens in der Tat Fälle, ich mache ja Musik und so alle paar Jahre kommt die Story von dem Speicherfund. Ja. Also jemand findet auf dem Speicher eine Gitarre, nehmen Sie eine Strat oder eine Les Paul und die ist tatsächlich aus den Ende 50er Jahren oder Anfang 60er. Und die verkauft unser Finder, der nicht genau weiß, was er da vor sich hat, und der sieht dann nur so ein altes Stück Holz, verkauft die also für, keine Ahnung, 10 Euro an irgendeinen anderen Typen, der auch nicht genau weiß, was das ist. Jetzt sind diese alten Gitarren, die erreichen astronomische Werte, das sind Sammlerstücke, also da sind wir im locker 5- bis 6-stelligen Bereich. Und das wäre also auch etwas, wo man dann hinterher sagen könnte, wenn man es unverzüglich tut, ich fechte an, ich habe mich über die Eigenschaft Alter der Gitarre geirrt. Unten drunter noch typische Testfrage, auch typisches Vorlesungsthema. Wert und Preis der Sache ist per se keine Eigenschaft. Jetzt habe ich da hingeschrieben, warum eigentlich? Im Hörsaal lasse ich das die Studierenden machen, jetzt mache ich es selber. Wert, Marktwert und Preis, den eine Sache erzielt, ist deswegen keine Eigenschaft, weil erstens nicht dauerhaft, sondern sich ändernd und zweitens auch nicht der Sache selbst anhaftend, sondern Preise und Marktwerte bildet, wie der Name schon sagt, der Markt. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, zumindest für diejenigen, die Klausuren schreiben müssen. In der Praxis hatte ich damit noch nichts zu tun, aber so, es ist eine beliebte Klausurgeschichte. Wir machen auch gleich einen Fall dazu übrigens. Bliebe dann noch ein Wort zur Verkehrswesentlichkeit zu verlieren. Ich habe es oben bereits schon mal erwähnt. Eine Eigenschaft ist dann verkehrswesentlich, wenn sie objektiv relevant für das konkrete Rechtsgeschäft ist. Ganz ehrlich, das ist bei Sachen regelmäßig unproblematisch. Also wenn ich oben ja schon gesagt habe, wertbildendes Merkmal, dann muss das ja schon eine gewisse Relevanz haben. Und Sie werden bei Kriterien wie dem Material, der Herkunft, dem Alter und solchen Sachen praktisch immer dazu kommen, dass es verkehrswesentlich ist. Also von objektiver Relevanz für das konkrete Rechtsgeschäft. Tatbestandsmerkmal ist es trotzdem, also prüft man es. So, jetzt steht hier unten bei Sachen regelmäßig unproblematisch, bei Personen schon komplizierter. Und das bringt mich zur Anfechtung wegen einer Eigenschaft einer Person, wegen einer verkehrswesentlichen Eigenschaft einer Person. Ich habe das ja die ganze Zeit vor mir hergeschoben und ich sage Ihnen auch warum, weil ich das
grauenerregend finde. Ich will es nicht erklären, ich will es eigentlich auch nicht in meinem schönen PGB haben, ich will so etwas auch nicht in meiner Rechtsordnung haben. Ich finde diese Vorschrift, dass man nicht nur anfechten kann, wenn man sich über eine Eigenschaft einer Sache getäuscht hat, sondern auch wenn man sich über eine verkehrswesentliche Eigenschaft einer Person getäuscht hat, die finde ich einfach nur, also das ist eine degutante Vorschrift. Die steht seit dem 01.01.1900 in unserem BGB drin. Scheint auch niemand der Meinung zu sein, dass das irgendwie komisch wäre. Ich bin der Einzige. So, jetzt hören Sie sich mich an und wissen schon, der schimpft jetzt ein bisschen und er steht damit völlig allein. Aber allein bin ich sowieso am liebsten. Also erstmal, eine Eigenschaft einer Person als dauerhaft der Person anhaftendes, wertbildendes Merkmal, da kriege ich schon Belag auf die Zunge und es rollt mir die Zehennägel auf. Also wertbildend mal dahingestellt, ja? Dauerhaft anhaftendes, das ist die Vorstellung, die dahinter steht, ist, wir Personen haben bestimmte Eigenschaften und die haften uns dauerhaft an. Ja? Bereits in dieser Idee ist ausgeschlossen, dass wir entwicklungsfähig, lernfähig, veränderungsfähig, bildungsfähig sind. Das steckt da alles nicht drin, sondern diese Idee ist, du bist so und du bleibst so. Ja? Also das ist schon mal, da bin ich schon raus im Grunde. Ja? Also da bin ich schon an dem Punkt, wo ich sage, es wird höchste Zeit, diese drei Wörter oder Person oder sowas, was da drin steht, das einfach zu streichen. Ja? Das nächste wertbildend, also please. Ja? Ich lege noch einen drauf. Ich habe ganz am Anfang, habe ich Ihnen in der Folie 4, Vorlesung 4, habe ich Ihnen gesagt, wir haben einen Artikel 1 Grundgesetz, der aussagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das heruntergebrochen bedeutet, dass der Mensch in dieser Rechtsordnung niemals Objekt, sondern immer nur Subjekt ist. So. Das ist auch hier auf eine formalistische Weise richtig, denn in der Tat, beide beteiligten Personen sind Subjekte, die hier Willenserklärungen abgeben und so. Aber sobald ich anfange, anfechten zu können, weil die andere Person bestimmte wertbildende Merkmale haben soll, da bin ich mir nicht so ganz so sicher, ob das noch eine Betrachtung meines Gegenübers nur als Subjekt ist. So, ich würde gerne aufhören zu schimpfen, aber es geht jetzt erst richtig los. Ich nenne Ihnen mal die beiden Eigenschaften, angeblichen Eigenschaften von Personen, also jetzt meinem Vertragspartner und wie Sie gleich sehen werden, meiner Vertragspartnerin insbesondere, aufgrund derer man überhaupt nur darüber nachdenkt, ob ich, wenn ich mich darüber getäuscht habe, was der andere nun sein soll oder nicht, ob ich deswegen anfechten kann. Also ich erkläre Ihnen das jetzt, ohne dass ich den Weg selber jemals gehen würde. Das widerspricht allem, also widerspricht meiner kompletten Maximenwelt. Aber ich erkläre es Ihnen trotzdem, weil man es halt so macht unter uns furchtbaren Juristen. Die beiden klassischen hier ins Gespräch kommenden sogenannten Eigenschaften sind Vorstrafen und Schwangerschaft. Und jetzt wissen Sie, warum ich gesagt habe, Vertragspartnerin. Also eine Schwangerschaft als Eigenschaft, das macht übrigens auch unsere Jurisprudenz nicht. Ja? Also Schwangerschaft ist keine Eigenschaft, aber die müssen das eben auf einem formalistischen Weg machen. Die sagen dann, ja, Schwangerschaft dauert nur 9 Monate, ist damit nicht dauerhaft anhaftend und drücken sich um das Wort wertbildend herum. Ja? Ist damit nicht dauerhaft anhaftend, was natürlich aber dann die Folgeproblematik aufwirft. Was ist eigentlich bei kurzfristigen Arbeitsverhältnissen? Ja? Also Schwangerschaft 9 Monate, Arbeitsverhältnis intendiert 6 Monate, ist dann die Schwangerschaft immer noch nicht dauerhaft, ist die immer noch keine Eigenschaft? In solche Probleme kommt man dann rein. Entsetzlich. So. Fast genauso, also keine Eigenschaft. So, da sind wir ja dann im Ergebnis, sind wir zusammen. Nur das, was wir zwischendrin gedacht haben, das unterscheidet sich beträchtlich. Zweite Frage ist die der Vorstrafen. Erste Prüfung, können Vorstrafen überhaupt eine Eigenschaft sein? Also wieder dauerhaft anhaftendes, wertbildendes Merkmal. Und dann zweitens, wenn ja, wäre die verkehrswesentlich. Also Vorstrafen als Eigenschaft eines Menschen, um Gottes Willen. Aus meinem Leben. Ja. Ich bin in Sozialbauten im Münchner Westen aufgewachsen. Ich habe nach meiner Strafmündigkeit, also im Alter zwischen 14 Jahren und X, den einen oder anderen Tatbestand des Strafgesetzbuches erfüllt. Angenommen, Sie hätten mich damals gekriegt, was Sie nicht haben.
wäre meine dann Vorbestraftheit, wäre das heute noch meine Eigenschaft? Ja? Rechtsprechung sagt in der Tat unter gewissen Umständen ja. Ja? Die löst dann über die Verkehrswesentlichkeit, und das ist dann Formalismus auf die Spitze getrieben. Die sagen dann sowas wie, naja, wenn die Vorstrafe mit deinem Job zusammenhängt, dann verkehrswesentlich, und wenn nicht, dann nicht. Also Beispiel, irgendjemand hat ein Straßenverkehrsdelikt auf seiner Vorstrafenliste, dann ist diese Vorstrafe verkehrsrelevant, wenn er als Fahrer eingestellt werden soll. Wenn er allerdings ins Lager kommt, dann wiederum nicht. Oder umgekehrt, jemand hat ein Vermögensdelikt auf seiner Liste, dann ist diese Vorstrafe verkehrswesentlich, wenn er in die Nähe der Kasse soll und wiederum nicht, wenn er im Lager landet. So. Das war, mehr sage ich zu diesen Personen nicht. Eine Sache bleibt mir noch übrig, sehe ich gerade. Da steht ja in der Mitte Recht der Uninformierten. Das hätte ich eigentlich vorher sagen wollen, aber dann bin ich so, I got carried away. Dann hole ich das jetzt nach. Also jetzt wieder weg von den blöden Personen und nochmal ganz kurz zu den Sachen. Nur mal so ein kurzer Gedanke, und das unter anderem deswegen, weil ich hier ja an einem ökonomischen Fachbereich bin und weil das so eine Stelle ist, wo die Ökonomen und die Juristen offensichtlich verschieden auf den Menschen und auf den Markt gucken. Das hatten wir schon mal bei der Schenkung vor langer, langer, langer Zeit. Zweiseitiger, einseitig verpflichtender Vertrag. Und das haben wir jetzt hier wieder. Und das sage ich deswegen nicht nur, wenn Sie Ökonomen sind oder werden wollen oder sowas, sondern weil natürlich unsere Sichtweise auf viele Geschehnisse zumindest zum Teil eine ökonomisierte ist. Also der 119.2 hilft ja den Uninformierten, ja, hilft den Leuten, die keine Ahnung haben, hilft den Leuten, die was kaufen und denken, das ist Gold und das ist es nicht und denken, das ist China-Porzellan und das ist nicht, also denen, die keine Ahnung haben, denen wird hier geholfen. Ja. Das ist nett, entspricht aber nicht dem, was ich so an Markttheorien kennenlernen durfte, wo jeder für seine Uninformiertheit oder Informiertheit prinzipiell selbst zuständig ist und sich unter anderem aus den unterschiedlichen Graden an Informiertheit eine Fülle, wenn nicht nahezu alle Transaktionen überhaupt erst motivieren. Ja. Das nur mal so hingeworfen. Vergessen Sie das mit der Ökonomie. Ich bin kein Ökonom, ich habe keine Ahnung. Aber dass der 119.2 den Unterinformierten hilft, das ist vielleicht ein gutes Fazit für diese Vorschrift. Kleines Fältchen, hat aber keinen Neuigkeitswert mehr, alles schon gesagt. Nur mal kurz ins praktische Beispiel heruntergebrochen. Die F schenkt dem Germanistikstudenten S ein altes Büchlein, das bei ihr herumliegt. Der S erkennt darin sofort die sehr seltene Erstausgabe Heinrich Heine, Buch der Lieder, 1827 erschienen, Wert hoch 1000 Euro. Erste Frage, und das ist kein richtiger Fall, kein Wer will was von dem woraus, kann sie ihre Willenserklärung anfechten, wenn sie geglaubt hat, es sei ein beliebiges altes Buch? Antwort ist ja, 119 Absatz 2. Das Alter ist ein dauerhaft anhaftendes, wertbildendes Merkmal der Sache Buch und natürlich auch verkehrswesentlich. Also plus dann Abwandlung, wie ist die Rechtslage? Wenn die Friederike zwar weiß, dass es sich um eine Erstausgabe handelt, aber meint, das Buch sei trotzdem nur 30 Euro wert, das ist dann der Irrtum nicht über die Eigenschaft, sondern nur über Wert bzw. Preis. Das ist keine verkehrswesentliche Eigenschaft. Nochmal, der Preis und der Wert werden vom Markt bestimmt und sind außerdem nicht dauerhaft. Demzufolge hier kein Anfechtungsrecht nach 119.2. So. Das waren die drei Irrtümer. Erklärung, Inhalt, verkehrswesentliche Eigenschaft. Wir verlassen damit die Irrtumslehre des bürgerlichen Rechts und kommen zum kaputten Boten. 120 BGB. Kaputter Bote steht im BGB natürlich nicht, sondern unser vierter Anfechtungsgrund ist die sogenannte Falschübermittlung. Ich finde trotzdem, kaputter Bote trifft es einfach total. Ich werde gleich erklären, warum. Auftaucht wieder übrigens die Einrichtung, die technische Einrichtung. Wir haben beim 147 BGB schon mal darüber geredet, wenn ich im Internet chatte oder sowas mache, bin ich dann anwesend oder abwesend, ist ziemlich lange her, war ein Teil der Zugangsproblematik.
Hier stellt sich bei der Übermittlungsproblematik in Anführungszeichen jetzt gleich die Frage, wenn ich technisch kommuniziere und meine Willenserklärung anders ankommt, als ich sie abgegeben habe, was ist eigentlich dann? Also was ist eigentlich dann? Das ist eigentlich gar nicht so originell. Dann kann ich ebenfalls anfechten. So. Okay, genug der Vorrede. Ich halte diese Vorschrift von allen sechs Anfechtungsgründen, das ist ja wohl jetzt die Nummer vier, für die mit Abstand simpelste und einfachste. Und mit kaputter Bude ist eigentlich schon alles gesagt. Eine Willenserklärung, welche durch die zur Übermittlung verwendete Person, das ist der Bote, dessen rechtsgeschäftliche Rolle ist genau null. Warum? Weil er keine eigene Willenserklärung bildet, weil er keine Autonomie ausübt. Die zur Übermittlung verwendete Person, das ist ein Übermittlungsinstrument in Personengestalt, das ist der Bote. Oder Einrichtung. Okay, jetzt sind wir bei Zoom. Unrichtig übermittelt worden ist, kann unter der gleichen Voraussetzung angefochten werden wie nach 119. Schön, das heißt, die wesentlichen Dinge sind bereits geklärt. Wenn der Bote falsch übermittelt oder wenn die Einrichtung, ich ergänze hier technische Einrichtung, falsch übermittelt, habe ich auch einen Anfechtungsgrund. Und es ist so simpel wie das. In jedem Fall handelt es sich, da unten steht es ja, um Übermittlungsfehler. Wer das noch ein bisschen systematisieren will, das ist im Grunde so eine Art Erklärungsirrtum, weil nur entsteht hier halt der Irrtum zwischen Abgabe und Zugang. Ja? Aber das, was am Ende zugeht, ist ein Erklärungszeichen, was ich als solches schon nicht verwenden wollte. Insofern ist die Analogie zum Erklärungsirrtum 119 Absatz 1 Fall 2 gar nicht schlecht. Das ist, jetzt, wo ich nochmal drüber nachdenke, das ist echt nicht schlecht. Also wollen Sie einen Fall? Machen wir zwei. Also technische Einrichtung. Man hört immer davon, dass irgendwas, was man in der einen Form abschickt, in einer anderen Form bei einem anderen ankommt. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe sowas noch nie erlebt. Ich kann es mir aber vorstellen bei so Dropouts, die man in den Videokonferenzen hat. Ja, also dann wäre das ein gedachter Dropout, wo man plötzlich nichts mehr hört. Und genau das, was man nicht hört, wäre das entscheidende Wort zwischen Ja und Nein, sowas. Aber ich muss echt schon hinkonstruieren. Oder der Bote, den ich hernehme, also das ist eben der jemand, der etwas ausrichtet. Ja, dann sage ich, du richte deine Schwester aus, ich zahle unsere beiden Karten für Rock am Ring. Ja, okay, und dann rennt das Brüderchen los, hat schon nicht richtig zugehört, ja, wie er halt so ist. Und übermittelt dann falsch und sagt dann, ja, ich soll dir von dem ausrichten, er zahlt alle Karten Rock am Ring. Oh Gott, wieder eins von diesen krassen Beispielen. So, dann könnte ich das also anfechten. Ja? Bei der Schwester ist angekommen, du zahlst alle, also für meine fünf Freundinnen auch doch mit. Und ich müsste dann eben unverzüglich sagen, der Bote war es. Der Bote war, was war er kaputt? Das war Anfechtungsgrund Nummer 4, die Falschübermittlung, und wir landen im Paragraphen 123 bei der arglistigen Täuschung oder der widerrechtlichen Drohung. Legen wir los. Die letzten beiden Willensmängel, die letzten beiden Anfechtungsgründe, Täuschung und Drohung. Das ist jetzt ist mein Zorn total besänftigt. Das wird jetzt schön. Wir lernen jetzt, wann man lügen darf. Wir lernen, was eine rechtmäßige Drohung ist und solche Sachen. Das macht Spaß. Der Wortlaut sieht harmlos aus. Ich lese ein Wort rein. Hinterher sehen Sie dann, warum. Wer zur Abgabe einer Willenserklärung durch arglistige, rechtswidrige Täuschung oder widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden ist, kann die Erklärung anfechten. Das ist ja mal das, was wir hören wollen. Ja? Wenn man einen Anfechtungsgrund will, und das steht in 123.1 der genauso drin, beziehungsweise beide, dann ist das ja schon mal schön. Ich beginne mit der arglistigen Täuschung und wir fummeln uns dann ganz langsam durch bis zur Drohung.
Ich erkläre Ihnen zur arglistigen Täuschung vier Sachen. Und von diesen vier Sachen meine ich auch, dass sie in Fallprüfungen einigermaßen regelmäßig auftauchen. Erstens, was ist eine Täuschung? Das geht relativ rasch. Dann zweitens, täuschen durch Unterlassen. Das ist ein Ding. Da werde ich auch Zeit brauchen. Drittens, was bedeutet Arglist? Und viertens, warum habe ich da gerade eben ein Wort reingelesen in 123? Also die sogenannte Rechtswidrigkeit der Täuschung oder vielleicht sogar Rechtmäßigkeit einer Täuschung. Das ist dann auch nochmal ein Thema für sich. Legen wir los mit dem, was eine Täuschung tatbestandlich erfordert. Täuschung bedeutet Erregung eines Irrtums bei der anderen Person. Ja, also indem ich jemanden täusche, trage ich dazu bei, später mache ich durch Unterlassen, aber jetzt erstmal hier aktiv, dass sich dieser Mensch über etwas irrt. So, da ist es nochmal ganz gut, täuschen kann man nur über was und nicht über was. Genau, täuschen kann man nur über Tatsachen. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die auch irgendwie außerjuristisch ist. Also über Ansichten, Wertungen, Meinungen kann man nicht täuschen, zumindest nicht über die Meinungen als solche. Das Beispiel, was ich hier gemacht habe, ist total lächerlich. Kleidungsstück. Ja. Ich gehe ins Kaufhaus und der Verkäufer will mir eine gelbe Hose verkaufen und ich probiere die an und der sagt zu mir, boah, Sie sehen aber toll aus mit der Hose. Dann gehe ich ganz stolz nach Hause. Meine Frau sieht mich mit der Hose und sagt, um Gottes Willen, ich lasse mich scheiden, du siehst ja voll scheiße aus. Und dann gucke ich in den Spiegel und sie hat recht, ich sehe echt voll scheiße aus. So, und dann denke ich mir, hat mich der Typ getäuscht? Und er hat mich nicht getäuscht, ich kann also nicht anfechten. Ja, wegen Täuschung kann ich nicht anfechten. Warum? Weil er mich nicht über eine Tatsache, er hat mir zwar was gesagt, was irgendwie, er hat gesagt, ich sehe gut aus mit der Hose und das ist falsch, aber das ist eben keine Tatsache, sondern Gegenstand von Wertung. So. Also das war ein bisschen albern. Wenn in Ihren Klausuren drin steht, täuschen nur über Tatsachen möglich, dann ist das zumindest mal ein unbestreitbar richtiger Satz. Und in einer Klausur ist ein Satz ja immerhin schon ein Satz. Gut, jetzt komme ich zu der deutlich komplexeren Problematik des Unterlassens. Täuschen durch Unterlassen. Und da muss ich zuerst mal ein Wort dazu verlieren, wie das eigentlich mit dem Handeln durch entweder aktives Tun oder durch Unterlassen, was das eigentlich ist. Und das haben wir im gesamten Recht, nicht nur im Zivilrecht, im gesamten Recht nach plus minus den gleichen Grundsätzen. Schauen wir mal. Wir reden hier also von Konstellationen, in denen mich jemand nicht anlügt, also mir eine Unwahrheit erzählt über eine Tatsache, dann hätte er mich aktiv getäuscht. Das wäre oben erstens gewesen. Sondern in denen er etwas weiß, was er mir nicht sagt. Zum Beispiel, er verkauft mir einen Neuwagen und er weiß, dass dieser Neuwagen, dieses Modell, ab einer Kilometerleistung von, sagen wir, 60.000 typischerweise eine bestimmte Problematik aufweist, die dann da irgendwann auftaucht. Das weiß der. Das sagt mir der aber nicht, weil er will mir ja dieses Auto verkaufen. Ne? Oder er verkauft mir kein neues, sondern einen Gebrauchtwagen. Und dieser Gebrauchtwagen hat einen Unfallvorschaden. Der ist nicht sichtbar, den sehe ich nicht, aber er weiß, dass er ihn hat. Auch das sagt er mir nicht. Und jetzt ist die Frage, hat er mich getäuscht? Dann wäre die erste Unterfrage, Täuschung durch aktives Tun. Also er hat mir aktiv was Falsches erzählt, zum Beispiel hat er aktiv gesagt, hat keinen Unfallvorschein, dann hätte er mich aktiv getäuscht, das wäre dann kein Problem. Nein, aber er hat nichts gesagt. Ja? Also könnte er mich nur getäuscht haben, durch das Schweigen, ja? Durch Unterlassen. Und das stellt die allgemeine Frage, was bedeutet Unterlassen im Recht insgesamt? Und dann für die Anfechtung die konkrete Frage, welche Aufklärungspflichten bestanden haben. Gucken wir aber erstmal in dieses rote Kästchen. Unterlassen ist allgemein im gesamten Recht nur dann rechtlich relevant, wenn eine Pflicht zum Handeln bestand. Das heißt, die Frage danach, ob jemand durch Unterlassen etwas Rechtsrelevantes gemacht hat, lässt sich nur dadurch beantworten, dass man fragt, hätte jemand eine Pflicht gehabt, etwas aktiv zu tun. Damit nähert man sich sozusagen methodisch dem an, was jetzt zu prüfen ist. Das bedeutet hier bei uns im Anfechtungsrecht, bei der Frage, hat jemand durch Nichtssagen getäuscht, durch Unterlassen getäuscht, dass wir danach fragen müssen,
hätte er eine Pflicht dazu gehabt, mich aufzuklären. Hätte also der Neuwagenverkäufer im ersten Fall die Pflicht gehabt, mir zu sagen, übrigens, bei 70.000 Kilometern fangen die immer an, da hinten so komisch zu klappern, ja? Oder hätte der Gebrauchtwagenverkäufer die Pflicht gehabt, mir zu sagen, übrigens, der Wagen hat einen Unfallvorschaden. Wenn diese Pflicht nicht besteht, kein Täuschen durch Unterlassen. Wenn diese Pflicht besteht, Täuschen durch Unterlassen. Es geht also nur um die Pflichten. Ich komme an das Unterlassen nur ran über Pflichten. Im Anfechtungsrecht 123 Absatz 1 Täuschung nur über Aufklärungspflichten. So. Regel, Ausnahme. Sie sehen es unten in diesen drei Zeilen. Die Regel ist, wir sind für unsere Information prinzipiell selbst verantwortlich. Das heißt, ich muss, wenn ich etwas weiß, das normalerweise nicht sagen. Umgekehrt, ich habe als Kunde keinen Anspruch darauf, dass mir, welcher Experte auch immer mir da gegenübersteht, dass mir der alles erzählt, was er weiß. Das ist, finde ich, eine einsichtige Regel und auch eine praktische Regel. Also das wäre ja furchtbar. Ja? Also da müsste derjenige, der irgendwas verkauft, müsste alles sagen, was ihm dazu einfällt. Also wohl nicht. Ja? Aus dieser Regel der informationellen Selbstverantwortung folgt, wenn ich was wissen möchte als Kunde, dann muss ich fragen. Ja? Und dann muss mir der sozusagen im Rahmen der Täuschung wahrheitsgemäß antworten. Wenn er mich anlügt, dann hat er mich durch aktives Handeln getäuscht. So. Davon gibt es Ausnahmen, aber die sollte man, ja, so allgemeine Methodik, Regel, Ausnahmeverhältnis, Ausnahmen eher eng, die lassen sich nur aus 242 BGB Treu und Glauben herleiten. Und das sind auch im Grunde spezifische Branchen. Also bleiben wir bei der Regel. Normalerweise bestehen keine Aufklärungspflichten untereinander. Jeder ist für seine eigene Informiertheit selbst zuständig. Und das ist auch gut so. Ganz ausnahmsweise lassen sich Aufklärungspflichten denken und werden auch angenommen und treffen auch tatsächlich dann die betreffenden Personen, wenn ich mit jemandem entweder in einem besonderen Vertrauensverhältnis und dann aber auch über längere Zeit stehe, also das sind so meine Anlageberater, meine Bankberater, sowas. Oder wenn ein strukturell angelegtes Gefälle hinsichtlich der Sachkunde besteht. Also einen, der ein Profi ist, der sich echt auskennt und der andere, der strukturell einfach weniger weiß. Und das ist klassischerweise der Gebrauchtwagenhandel. Ja, Gebrauchtwagen sieht man nicht an, was sie für eine Geschichte haben. Gebrauchtwagen sieht man auch oft Unfallschäden nicht an, wenn man nicht die Apparaturen hat, um da drunter zu gucken und solche Sachen. Und das heißt, also insbesondere hinsichtlich der Unfallschäden bestehen solche Aufklärungspflichten. Das hieße, dass in meinen beiden oben gebildeten Beispielen der Neuwagenverkäufer, der mir die Geschichte mit den 70.000 Kilometern nicht erzählt, mich nicht getäuscht hat. Ja? Hinsichtlich dessen keine Aufklärungspflicht. Dass in dem zweiten Fall, wo der Gebrauchtwagenhändler mich nicht über den Unfallvorschaden aufgeklärt hat, eine Aufklärungspflicht bestanden hätte und in diesem Fall Täuschung durch Unterlassen vorliegt. In Einzelfällen mag man manche Dinge dann ein bisschen anders entscheiden. Also auch bei Neuwagen ist es zum Beispiel so, wenn die ein hohes Unfallrisiko entwickeln, dann muss man darüber natürlich schon aufklären. Ja. Aber ich habe hoffentlich jetzt Ihnen zumindest mit dem Regelausnahmeverhältnis Ihnen zumindest ein Tool an die Hand gegeben, mithilfe dessen man das lösen kann. Wollen wir gleich einen Fall? Ja, machen wir gleich ein kleines Fällchen dazu. Auf dem Flohmarkt täuschen durch Unterlassen 123.1. Na, der Typ, der diese Überschrift geschrieben hat, der war nett, weil er nämlich im Grunde bereits sagt, was jetzt passiert. Der Pianist, ein Pianist, Peter, kommt auf dem Flohmarkt am Stand von Gertrude vorbei. Diese Gertrude bietet dort alte Notenhefte und alte Bücher auf dem Flohmarkt an. Zu seinem großen Erstaunen, zum Erstaunen unseres Pianisten, findet er plötzlich ein Heft, das handschriftlich gezeichnete Noten von W.A. Mozart, Amadeus, Amadeus, enthält.
Der Wert dieses Heftes ist unschätzbar. Auf Peters Frage, zu welchem Preis die Gertrude diese Noten verkauft, antwortet sie leichthin: pro Heft ein Fünfer. Das können wir auslegen. Ja. Jedes Heft 5 Euro aus. Peter erkennt, dass Gertrude vom wahren Wert ihrer Ware keine Ahnung hat. Er sagt nichts und kauft auf der Stelle für insgesamt 15 Euro, 3x5, 3 Notenhefte, ein Buch mit Wanderliedern, eine Klavierschule für Kinder und ein Mozart-Original Amadeus von unschätzbarem Werte. Die Gertrude sieht Peter am Montag in der Zeitung wieder, wo diese mit dem Manuskript in der Hand stolz lächelnd abgebildet ist. Unter dem Bild steht: durch einen Zufallsfund auf dem Flohmarkt zum reichen Mann geworden. Nachdem Gertrude sich hierüber einige Wochen geärgert hatte, das habe ich mit Absicht da reingeschrieben, einige Wochen ärgert sie sich, überlegt sie sich, ob sie jetzt den Vertrag in Anführungsstrichen rückgängig machen kann. Punkt. Kann sie? Fragezeichen. Nun erstmal Bearbeitervermerk, kann sie das rückgängig machen in Anführungszeichen? Das könnte eine falser Demonstratio sozusagen sein. Sie hat natürlich keine Ahnung, sie hat schon keine Ahnung, was sie da verkauft und wahrscheinlich auch juristisch keine Ahnung. Wir können das durchaus so auslegen, sie würde gerne anfechten. Damit ist, und das ist das Einzige, was wir bis jetzt machen können, ja, soweit sind wir ja erst. Damit ist also die einzige Frage dieses Falles, und das ist auch schon kompliziert genug, hat sie einen Anfechtungsgrund? Dann würde man zuerst denken an den 119.1, Inhaltsirrtum, Erklärungsirrtum. Dafür müssten wir überprüfen, sind das objektiv Erklärte und das subjektiv Gewollte unterschiedlich zueinander, und das ist es nun nicht. Sie sagt, pro Heft verkaufe ich dir einen Fünfer, und das ist auch genau das, was sie will. Wenn sie also einem Irrtum unterläge, dann wäre das ein reiner Motivirrtum. So schlau wären wir. Dann würden wir runterwandern in den 119 Absatz 2. Irrtum über eine verkehrswesentliche Eigenschaft. Ja, irgendwie schon. Sie hat keine Ahnung, dass dieses eine Heft ein Original-Mozart-Manuskript ist. Das ist sicher eine Eigenschaft und die ist sicher auch verkehrswesentlich. Aber ich möchte das gerne raushauen, weil ich will ja in den 123. Darum habe ich Ihnen geschrieben, sie ärgert sich einige Wochen. Das heißt, bei einer 119 Absatz 2 Anfechtung wegen verkehrswesentlicher Eigenschaft müsste sie das unverzüglich machen. Und ich habe versucht, Ihnen das so reinzuschreiben, dass sie diese Frist inzwischen verpasst hat. Das ist natürlich nur für mich jetzt, dass ich in den 123er reinkomme. Ja? Damit bliebe ihr nur noch der Anfechtungsgrund der arglistigen Täuschung durch den Peter, also 123.1. Ich habe es oben schon mal gesagt, sage es Ihnen jetzt nochmal, dafür ist die Frist länger. Ich habe wesentlich länger Zeit, wenn ich nach 123 getäuscht worden bin, meine Anfechtungserklärung abzugeben. Das ist auch gerechtfertigt und in Ordnung, denn wenn mich jemand getäuscht hat, dann muss ich mich nicht beeilen mit meiner Anfechtung, muss ich die nicht unverzüglich machen. So, das kommt alles später. Ja, sorry, das muss ich hier kurz reinbauen, damit wir weiterkommen. So, bliebe also die Frage, hat der Peter sie arglistig getäuscht? Erstens Täuschung durch aktive, also nee, erstens Täuschen nur über Tatsachen. So, das war das Erste, was wir hatten. Ist das eine Tatsache, dass das von Mozart ist? Aber 100 pro ist das eine Tatsache. Also ja. Zweitens Frage Täuschungshandlung, entweder durch aktives Tun oder aber, falls wir sowas nicht haben, durch Unterlassen. Erstens Täuschen durch aktives Tun, also jemanden die Unwahrheit sagen, jemanden anlügen, hier nicht, der hält einfach den Mund. Bliebe also nur die Frage, ob der Peter die Gertrude durch Unterlassen getäuscht hat. Unterlassen nur rechtsrelevant, wenn Pflicht zum Handeln. Das bedeutet, aufs Anfechtungsrecht übersetzt, Täuschen durch Unterlassen nur bei Bestehen von Aufklärungspflichten. Und damit ist die einzige Frage, die wir uns hier jetzt zu beantworten haben, war der Peter gegenüber der Gertrude aufklärungspflichtig? Hätte der dir sagen müssen, dass das ein Mozart-Heft ist? So, jetzt kommen wir in das Regelausnahmeverhältnis, was ich oben bereits ja gerade oder gerade eben bereits genannt habe, klein a, im Prinzip keine Aufklärungspflichten, informationelle Selbstverantwortung, jeder ist für den Grad seiner Informiertheit selbstverantwortlich.
Also eigentlich nicht. Es sei denn, klein b, 242 BGB, Treu und Glauben, ausnahmsweise Aufklärungspflichten, wenn entweder besonderes Vertrauensverhältnis, hier nicht, oder aber struktureller Informationsvorsprung oder strukturell überlegene Sachkenntnis eines Teils gegenüber dem anderen. Das kannten wir aus dem Gebrauchtwagenkauf und die Frage ist jetzt, wenden wir das auch auf so einen Fall an? Dann lasse ich im Hörsaal die Studierenden ein bisschen argumentieren und die kommen immer zuerst mit dem einen Argument und darum habe ich ihnen das da auch reingeschrieben, die sagen, der ist ja ein Pianist, ja? Der ist ja ein Pianist, der weiß viel mehr als die. Und darauf antworte ich, nein, ich habe damit Absicht gesagt, strukturelle Informationsüberlegenheit des einen Teils vom anderen. Es bedeutet nicht, dass in jedem Einzelfall, wenn einer mehr weiß als der andere, dass der das immer alles erzählen müsste, ja, dann hätten wir ja wieder die allgemeinen Aufklärungspflichten. Das Geschäft muss so angelegt sein, dass regelmäßig der eine mehr weiß als der andere. Beispiel Gebraucht-Kfz-Handel. So. Und es ist ein Argument, ja, aber es ist am Ende kein durchgreifendes Argument, sodass man hier ein paar andere Indizien heranziehen kann. Schließlich ist die Gertrude ja die Verkäuferin, ne? Also sozusagen die Frage, was bekannt ist über die Eigenschaften der Sache, das ist ja eher wohl ihre Angelegenheit und sie muss nicht von ihren Kunden darüber aufgeklärt werden, was da auf ihrem Flohmarkttisch liegt. Insofern denke ich, aber da ist eine Wertung drin, denke ich, dass wir hier insgesamt davon ausgehen können, Aufklärungspflicht des Peter bestand nicht. Demzufolge auch keine arglistige Täuschung. Demzufolge kann sie den Vertrag nicht anfechten oder in ihren Worten nicht rückgängig machen. Und das war's mit dem Unterlassen. Bleiben mir noch zwei Themen, nämlich die Arglist und diese eigenartige Widerrechtlichkeit, die nicht im Gesetz steht, die ich aber vorhin hereingelesen habe. Eine Täuschung berechtigt mich nur zur Anfechtung, wenn sie arglistig war. Darf ich folgenden Satz vorausschicken? Praktisch jede Täuschung ist arglistig. Das heißt, das ist keine echte Klippe. Nur bei den Behauptungen ins Blaue, die da unten stehen, da kann man über die Arglist ein bisschen diskutieren, aber Sie sehen auch schon, was da steht. Auch die werden als arglistig angesehen. So, also im Grunde muss ich ganz ehrlich sagen, eine Täuschung, die nicht arglistig sein soll, die ist mir, wenn jemand weiß, dass er täuscht, noch nie untergekommen. Dröseln wir es juristisch auf. Es gibt für Arglist eine, ja, weiß gar nicht, wie man das nennen soll, Definition oder eine Ansammlung von Tatbestandsvoraussetzungen. Arglistig ist doppelter Vorsatz. Was ist Vorsatz? Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung. So. Arglist ist also doppelter Vorsatz, doppeltes Wissen und Wollen. Ich muss also zwei Dinge wissen und wollen. Nämlich erstens, ich muss wissen und wollen, dass ich täusche, also vorsätzlich täuschen. Und zweitens, ich muss wissen und wollen, also Vorsatz haben hinsichtlich der Kausalität meiner Täuschung für die Willenserklärung des anderen. Ich muss also willentlich täuschen und wollen, dass, weil ich den anderen täusche, willensmangelbehaftete Willenserklärung abgibt. Das ist viel Rauch um nichts. Bei jedem, der jemand anderen täuscht, und insbesondere wenn er das aktiv tut, der macht das natürlich nicht aus Versehen. Insofern, wie gesagt, ich kenne wenige, oder nee, ich, ganz ehrlich, ich kenne keinen einzigen Fall, in dem das nicht gegeben gewesen wäre. Vielleicht kennen Sie einen, egal. Jetzt kommen diese Behauptungen ins Blaue. Die haben eine gewisse Praxisrelevanz. Ins Blaue behauptet jemand etwas, der so tut, als wüsste er etwas, aber gleichzeitig weiß, dass er es nicht weiß. Auch das sehen wir als arglistig an. Also, ich werde nach etwas gefragt, ich weiß es nicht so genau, und dann sage ich aber, ja, das ist schon so in Ordnung. Dann weiß ich selber nicht so genau, ob ich getäuscht habe. Ich weiß aber, ich habe vielleicht getäuscht, ich habe möglicherweise getäuscht, ich habe es halt mal ins Blaue gesagt. Und auch das, was ja kein richtiger Vorsatz ist, auch das werten wir als arglistig. Warum tun wir das?
insbesondere aus Beweisgründen. Aber das soll uns jetzt nicht interessieren. Die Studierenden lernen, auch Behauptungen ins Blaue werden als arglistig angesehen und dieser Satz steht so, der kann so stehen bleiben. Unten drunter steht Diesel, die Dieselaffäre war eine Zeit lang ein schönes praktisches Beispiel für Behauptungen ins Blaue. Das war nämlich zu dem Zeitpunkt, als einige Autofirmen bereits klarerweise und zwar auch öffentlichkeitsbekannt die sogenannte Schummelsoftware und andere technische Einrichtungen verwendet hatten, die zum Hintergehen der Verbraucher geführt haben. Es war aber noch nicht klar, erstens, welche Modelle davon betroffen waren, ob das sämtliche Modelle des jeweiligen Herstellers waren oder nicht, und zweitens, ob auch andere Hersteller möglicherweise Ähnliches fabriziert hatten. So. Und in dieser Zwischenphase, wo es nicht klar war, ist es relativ häufig vorgekommen, dass ein Käufer, und ich rede jetzt vom Neuwagenbereich, ein Käufer irgendwo hingegangen ist und dann gesagt hat, aber dieses Auto hat mit der Dieselaffäre nichts zu tun, oder? Und es war aber noch nicht klar. Und dann haben die Verkäufer gesagt, und ich habe gesagt, nein, nein, machen Sie sich keine Sorgen, das sind nur die von dem Hersteller und da auch nur das und das Modell. Das ist eine Behauptung ins Blaue. Und das ist, wenn es sich um ein Schummelmodell handelte, eine arglistige Täuschung, weil eine Täuschung ins Blaue hinein. Arglist beendet. Damit kommen wir zum letzten Tatbestandsmerkmal, in Anführungszeichen, bei der Täuschung, das nämlich da gar nicht im Gesetz drin steht, der Frage nach der Widerrechtlichkeit oder Rechtmäßigkeit der Täuschung. Das ist eine schöne Stelle in meiner Vorlesung, die ich gerne mache. Erstmal, dass Sie wissen, was jetzt überhaupt passiert. Man liest in den Zeitungen und im Netz regelmäßig Abhandlungen zu der Frage, was darf mein Arbeitgeber mich beim Vorstellungsgespräch fragen? Darf der mich fragen nach A, B, C, D, E, F, G oder darf der das nicht? Ich bin mir sicher, jede und jeder von Ihnen hat sowas Ähnliches schon mal gehört. Da sind wir jetzt. Genau hier an dieser Stelle 123 Absatz 1 BGB Täuschung. Ich nähere mich an. Erstens, ich habe das Gesetz umgelesen. Wenn Sie in 123 nochmal reingucken, dann steht drin, entweder durch arglistige Täuschung oder durch widerrechtliche Drohung. Das heißt, in der Mentalität des Gesetzgebers von 1900 war das so gemeint. Der Gesetzgeber von 1900 hat sich Folgendes vorgestellt. Eine Drohung, da muss ich Widerrechtlichkeit prüfen. Das heißt, die kann rechtmäßig oder nicht rechtmäßig sein. Ich kann rechtmäßig drohen. Das werden wir gleich haben bei der Drohung, kommen wir gleich hin. Schon mal interessant per se, aber das macht Sinn. Und dann hat er aber genau diese Widerrechtlichkeit bei der Täuschung nicht hingeschrieben. Hat er nur hingeschrieben, Arglist. Das heißt, der Gesetzgeber von 1900 hat gedacht, und das denken wir heute nicht mehr so. Dahinter steht eine geistesgeschichtliche Entwicklung und die ist ziemlich toll, wie ich finde. Der Gesetzgeber von 1900 hat gedacht, jede arglistige Täuschung ist rechtswidrig. Damit hat der Gesetzgeber von 1900 gedacht, du darfst nicht lügen. Das ist das, was wortwörtlich genommen in dem 123 BGB drinnen steht. Nämlich einfach dadurch, dass bei der Täuschung eine eigene Form von Rechtswidrigkeit oder Widerrechtlichkeit nicht mehr zu prüfen wäre. Nach Wortlaut steht so in der Mitte auf dieser Folie, man kann nicht rechtmäßig täuschen, so war es ursprünglich gemeint. Lügen sei immer rechtswidrig. Heute jedoch sehen wir das anders. Heute sehen wir, und das ist ziemlich kräftig, ist wirklich ziemlich kräftig, und das ist genau, was darf mich mein Arbeitgeber fragen beim Vorstellungsgespräch? Oder auch, was darf mich mein Vermieter fragen bei Abschluss des Mietvertrags? Ja, das ist ganz ähnliche, nur die Vermieter fragen nicht so viel wie die Arbeitgeber, aber es ist der gleiche Punkt. Heute sehen wir 227 BGB, und das reicht, wenn Sie die Überschrift lesen, ein Notwehrrecht gegen unzulässige Fragen. Das heißt, wenn mir jemand, und es ist klassischerweise der potenzielle Arbeitgeber und es ist klassischerweise vielleicht auch noch der Vermieter, aber das kann auch jede x-beliebige andere Person im rechtsgeschäftlichen Zusammenhang sein, wenn mir jemand eine unzulässige Frage stellt, und das ist dann das, worüber wir lange reden können, was zulässige und was unzulässige Fragen sind. Wenn mir jemand eine unzulässige Frage stellt, habe ich das Notwehrrecht zur
lüge. Ich darf lügen. So sehen wir das heute. Ja? Recht zur Lüge bei unzulässigen Fragen. Mit dem Ergebnis, dass meine Täuschung sehr wohl rechtmäßig sein kann und meinen potenziellen Arbeitgeber eben dann nicht zur Anfechtung berechtigt und meinen potenziellen Vermieter auch nicht zur Anfechtung berechtigt. Das kann ich aber nur beurteilen, wenn ich rausgekriegt habe, hat mich der zulässig was gefragt oder hat mich der unzulässig was gefragt. Das heißt, die Rechtswidrigkeit oder Rechtmäßigkeit meiner Täuschung, die ich in diesen Gesetzeswortlaut jetzt hineinlese, ja, obwohl sie da nicht drin steht, beurteilt sich in Wirklichkeit nach der Zulässigkeit der gestellten Frage. Na dann legen wir mal los. Was darf ich gefragt werden? Worauf darf ich lügen? Oder Sie können sich auch auf den anderen Stuhl setzen, ja, auf den Arbeitgeberstuhl. Was darf ich den Bewerber oder die Bewerberin fragen? Und wenn mich die angelogen hat, war diese Lüge dann eine rechtswidrige oder eine rechtmäßige Täuschung? Und das wiederum eben war meine Frage zulässig oder unzulässig. So. Die Konstellationen sind unlimitiert. Also es gibt natürlich alle möglichen Beispiele, die man sich ausdenken kann. Ich will es darum mal strukturieren. Wir haben hier letztlich, also erstens haben wir eine Frage der mittelbaren Drittwirkung von Grundrechten, das aber zu viel für unseren Stoff hier im Zivilrecht. Also die Frage, inwieweit ist mein potenzieller Arbeitgeber an Grundrechte gebunden, die eigentlich nur Abwehrrechte gegen den Staat sind. Aber weg damit, das ist nur für rechtspolitisch Interessierte. Wir haben hier ein Gegenüberstehen zweier Grundrechte. Zum einen, der Arbeitgeber hat ein Eigentumsinteresse und das ist letztlich durch Artikel 14 Grundgesetz geschützt an seinem Betrieb. Und dazu gehört natürlich auch, dass der sich auskennt hinsichtlich der Leute, die da arbeiten. Also ein Grundinformationsinteresse wird man dem durchaus zugestehen können. Ähnliches übrigens auch der Vermieter, Eigentümer der Mietsache, der Mietwohnung im Zweifel. Also das erstmal ja, wobei bei dem Arbeitgeber eher noch mehr als bei dem Vermieter. Ja, so. Denn so ein Betrieb muss ja funktionieren, während eine Mietwohnung ist halt eine Mietwohnung. Das ist mal das eine. Das zweite ist, demgegenüber steht mein Persönlichkeitsrecht, also hier Großraum Artikel 1 in Verbindung mit Artikel 2 Grundgesetz, mein allgemeines Persönlichkeitsrecht. Das heißt, es gibt bestimmte Bereiche, die zu meiner Persönlichkeit gehören und die gehen rechtsgeschäftlich gesehen, hier im Rechtsgeschäft, niemanden anderen etwas an. Diese beiden muss man von Fall zu Fall miteinander abwägen. Das macht man im Sinne praktischer Konkordanz. So, das ist so ungefähr die juristische Methodik, innerhalb derer man sich da bewegt. Wenn Sie jetzt noch nicht viel schlauer geworden sind, ich komme gleich mit ein paar Beispielen, dann hilft Ihnen vielleicht noch etwas was. Es gibt einen Privatbereich und einen Intimbereich. Also der Intimbereich ist mal tabu. Also da kommt keiner dran. Ja? Das heißt, alle Fragen, und zwar völlig wurscht, ob Arbeitgeber oder Vermieter, oder alle Fragen, die so in Richtung grob, also intimes Zeug, also Sexualität, sexuelle Ausrichtung oder sowas, das nicht. Ja? Ebenfalls, es ist scheußlich, das zu sagen, aber gelegentlich werden Frauen gefragt nach so, also Periode und Monat und so Zeug. Ja? Diese Fragen sind völlig total, also diese Leute, die sowas fragen, die verdienen, angelogen zu werden, und zwar nach Strich und Faden, selbstverständlich. Das ist nicht nur Intimbereich, das ist außerdem noch diskriminierend. Ja. Also das haben wir zumindest schon mal klar. Zum Intimbereich werden auch Krankheiten zählen oder zumindest zum privaten Bereich, naja, das hängt ein bisschen auch von den Krankheiten natürlich ab. Danach darf ich im Grundsatz ebenfalls nicht gefragt werden, es sei denn, die Information über meine Gesundheit oder Krankheit ist aus der Natur der Arbeit, die ich zu verrichten haben werde, heraus vital für den Betrieb. Das werden Sie aber nur finden bei körperlicher Arbeit. Also da haben wir dann so Spezialallergien und solches Zeug. Ein Klassiker, der jetzt nicht mehr im Intimbereich ist, ist die Frage nach Religionszugehörigkeit. Grundsatz
an was ich glaube oder an was ich nicht glaube, geht weder im Mietrecht noch im Arbeitsrecht jemanden etwas an. Das heißt, wenn ich da einlaufe und jetzt mal angenommen, ich bin orthodox-missionarischer Atheist, ja, und mein Arbeitgeber sitzt da irgendwo im schwäbischen Piet Kong und der nimmt also nur Christen und auch da nur Besondere, dann lüge ich den an. Ja. Dann sage ich, selbstverständlich gehöre ich zu ihnen. Und wenn der hinterher draufkommt, dass ich in Wirklichkeit doch nicht dazugehöre, sondern eben Atheist bin, dann kann er deswegen nicht anfechten. Denn meine Lüge war rechtmäßige Notwehr, keine widerrechtliche Täuschung. So, davon gibt es eine Ausnahme bei den sogenannten Tendenzbetrieben. Und die Tendenzbetriebe sind eben die Kirchen insbesondere. Die Kirchen, das sollte man vielleicht noch dazu sagen, sind in Deutschland der zweitgrößte Arbeitgeber nach Zahlen. Also mit den ganzen Krankenhäusern, Kindergärten und so weiter, was die betreiben. Diese Tendenzbetriebe haben unter Umständen durchaus ein Recht zu erfahren, ob jetzt gedacht in einem katholischen Betrieb der Bewerber auch katholisch ist oder die Bewerberin. Aber da wird drum gestritten. Also ich selbst würde eher sagen, das mag im Verkündigungsbereich gelten. Also dass der Pfarrer, der dahinter da die Predigt hält, dass der katholisch ist, dass die das wollt, okay, das kann ich verstehen. Ja? Aber dass jetzt der Arzt im katholischen Krankenhaus, dass der auch katholisch sein muss, also bei aller Liebe. Aber da merken Sie schon, das ist jetzt Abwägung. Ja? Sozusagen Persönlichkeitsrecht auf der einen und eben Betriebsinteresse, Eigentumsrecht auf der anderen Seite. Das Wort Tendenzbetriebe könnte man schon mal gehört haben. Ähnliches gilt zu politischer Überzeugung, ja, also auch jetzt im Regelfall meine Sache, muss keinen interessieren, darf ich nicht gefragt werden und wenn ich jetzt gefragt werde, darf ich lügen. Das heißt, ich komme wieder zu meinem Mittelständler und der will eine gewisse Ordnung in seinem Betrieb haben und dazu gehört eben, dass da keine Linken reinkommen oder keine Rechten, mir egal, keine Kommunisten oder keine irgendwas, ja. Und ich bin jetzt aber genau einer von denen und habe also immer stramm die oder die Partei gewählt oder bin vielleicht sogar deren Mitglied. Und wenn der mich jetzt danach fragt, dann lüge ich den an und das darf ich. Also Sie merken schon, ich mache hier auch so ein bisschen staatsbürgerliches Verständnis. Das ist wieder einer von diesen Sätzen. Der erste Satz war, Eltern haften für ihre Kinder. Der war schon falsch. Der zweite Satz war, Schweigen ist Zustimmung, der war auch falsch. Der dritte Satz ist, du sollst nicht lügen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Der ist nun vielleicht nicht falsch, der ist natürlich im Grunde schon richtig. Nur bei unzulässigen Fragen darf ich lügen. So. Also politische Fragen war ich gerade stehen geblieben. Ach ja, bei Tendenzbetrieben, das wären dann also die politischen Parteien selbst, die dürfen ein bisschen mehr fragen, aber auch da kann man streiten. Und dann bleiben jetzt noch so ein paar nicht so häufige Fragen. Unzulässig, achso, was, oh Gott, Gott, die allerhäufigste habe ich gar nicht genannt. Die Frage nach der Schwangerschaft. Ja. Sind Sie schwanger? Und das ist dann manchmal so verklausuliert. Planen Sie die Familiengründung oder haben Sie einen festen Freund oder sind Sie verheiratet? Haben Sie schon Kinder? Wie viele wollen Sie denn noch? So dieses ganze Zeug. Das ist flat out diskriminierend, weil nämlich Leute wie ich das nie gefragt werden. Schon aus der Natur der Sache heraus, würde Gustav Radbruch sagen. Also diese Fragen sind verboten. Damit hätten wir die Klassiker zumindest. Nett ist noch, sind noch zwei Vermieterfragen. Die fand ich auch super. Drei Vermieterfragen sogar. Der Vermieter fragt den potenziellen Mieter, das ist ein Student, fragt er A, was studieren Sie denn? Hintergrund ist folgende, der will keine Jurastudenten haben, weil die machen ja nur Ärger. Ne? Unzulässige Frage. Dann auch wunderschön, der Vermieter fragt den Mieter nach seinem Musikgeschmack. Der will also wissen, was da für Töne aus dieser Wohnung mal rauskommen werden. Irgendwie so norwegischer Death Metal oder irgendwie so Zeug. Die Frage ist auch unzulässig. Ja? Also die Art der Musik, also bitteschön, das ist ja wohl privat, ist ja wohl meine Privatsache. Und dann auch noch nett, die Besuchshäufigkeit. Ja? Sind Sie eigentlich ein sozialer Mensch? Besuchen Sie viele Leute? Und so weiter. Was geht, please, was geht dich das an? All diese Leute, die betteln darum, angelogen zu werden. Und dann lügt man sie an und dann stellen sie hinterher fest, boah, du studierst ja doch Jura, boah, du hörst ja doch norwegischen Death Metal. Ich fechte an. Und sie sagen dann, zumindest wenn sie diese Vorlesung gehört haben, mach mal.
du kannst nicht anfechten, denn meine Lüge war rechtmäßig. So, apropos Rechtmäßigkeit, damit komme ich von der Täuschung zur Drohung, und da wird sich wieder die gleiche Frage stellen, nämlich nach der rechtmäßigen Drohung. Auch so ein netter Punkt. Die widerrechtliche Drohung, das geht nun ein kleines bisschen schneller als die Täuschung. Oben sehen Sie eine Schuldefinition, die ziemlich sperrig ist und, wie ich finde, die man sich eigentlich auch selber herleiten kann. Also gelesen heißt es, in Aussicht stellen eines Übels, das heißt, ich sage jemandem, es wird etwas für dich Negatives passieren. Auf das Einfluss zu haben, ich zumindest vorgebe als Drohender. Das bedeutet, ich tue mindestens so, als könnte ich dieses Übel für dich herbeiführen. Entscheidend ist der Druck, den ich ausübe. Ich will jemanden zu einer Willenserklärung bewegen und setze ihn unter Druck. Und dann habe ich gedroht, indem ich ihm gesagt habe, es passiert für dich was Schlimmes. Ob ich tatsächlich dazu in der Lage bin, dieses Übel herbeizuführen oder nicht, ist egal. Also auch ein Bluff sozusagen. Also ich schicke meinen großen Bruder bei dir vorbei und der wird sich um dich kümmern, und zwar mit einem Baseballschläger. Aber ich habe gar keinen großen Bruder in Wirklichkeit. Auch dann habe ich ihm gedroht, ich habe Druck auf ihn ausgeübt. Das war jetzt der Bluff gerade eben. Auch der stellt eine Drohung dar. So, haben wir also die Definition, und wir haben aber auch den Hintergrund verstanden. Es geht um Privatautonomie beschränkenden Druck, der ausgeübt wird. Jetzt der zweite Punkt. Im Gesetz steht bei der Drohung tatsächlich widerrechtlich. Das heißt, die Drohung gibt es in rechtmäßiger Form. Und ich kann sogar noch mehr sagen. Eine Drohung ist erstmal nicht rechtswidrig. Ich darf drohen, und es kommt relativ häufig vor. Ich darf jemandem negative Konsequenzen ankündigen, die für den schlecht sind, und das muss nicht per se rechtswidrig sein. Die Widerrechtlichkeit kommt erst unten unter diesem Punkt 1, 2, 3, die Sie da unten auf der Folie sehen. Das heißt, nur mal als Beispiel, Sie verlieren mich als Kunden, wenn Sie weiter so machen. Das ist eine rechtmäßige Drohung. Also gerade so Zuliefererzeug, im gewerblichen Miteinander kommt sowas vor. Sie waren jetzt 5 Jahre unsere Zuliefererfirma, aber ich muss Ihnen leider sagen, dass mir dieses nicht gefällt und jenes nicht gefällt und dieses nicht gefällt und jenes nicht gefällt. Zum Beispiel Qualitätsmangel hier, steigende Preise dort, irgendwie sowas. Und ich muss Ihnen sagen, wenn wir uns da nicht anders einig werden können oder Ihre Ware nicht besser wird, dann werde ich mir einen anderen Zulieferer suchen. Das ist eine Drohung, natürlich. Aber diese Drohung, an der gibt es nichts auszusetzen, die ist rechtmäßig. Damit haben wir ja inzident wieder was gelernt. Ja? Also nicht nur die Lüge kann rechtmäßig sein, siehe oben, sondern auch die Drohung kann es sein. Und wenn das nächste Mal zu Ihnen jemand sagt, wollen Sie mir etwa drohen? Dann antworten Sie darauf, ja genau. Und dann sagt er, das ist aber widerrechtlich. Und dann sagen Sie, nee, ist es nicht. Schauen Sie mal in 123 BGB. So. Jetzt, unter welche Voraussetzungen sind Drohungen widerrechtlich? Denkbar sind 3 Fälle, steht da. Das ist im Grunde eine Sache der Logik, denn Drohungen setzen sich zusammen aus einem Drohungszweck und einem Drohungsmittel. Das liegt in der Natur der Drohung. Der Zweck ist das, was ich von ihm will, und das Mittel ist das, was ich dafür einsetze. Der interessanteste Fall, sage ich gleich, ist der unterste, der dritte. Darum machen wir die oberen beiden schnell. Denkbar wäre es, dass ich zu einem rechtswidrigen Zweck drohe, dass ich also von jemandem etwas will, was rechtswidrig ist. Das interessiert uns hier im Zivilrecht nicht, denn unsere Drohung, mit der wir hier zu tun haben, ist ja eine Willenserklärung, und die ist normalerweise nicht rechtswidrig. Also vergessen Sie das. Das ist nur ein logischer Zwischenschritt. Denkbar ist zweitens, und auch das ist eher simpel, dass das von mir eingesetzte Mittel rechtswidrig ist. Das ist natürlich vor allem die Gewalt. Ja? Also ich halte dem die Pistole an den Kopf. Ich drohe mit meinem großen Bruder, der den Baseballschläger hat, solche Geschichten. Ich sage, wenn du den Vertrag nicht unterschreibst, werde ich jemanden verletzen, ja, dich, deine Familie, irgendwie so Zeug. Da sieht jeder sofort, rechtswidriges Mittel, ehrlich, auch kein Problem. Die interessanteste ist die dritte Fallkonstellation, dass nämlich mein Zweck an und für sich rechtmäßig ist, dass auch mein eingesetztes Drohungsmittel an und für sich rechtmäßig ist, dass aber der Einsatz dieses Drohungsmittels zu diesem Zweck nicht rechtmäßig ist. Und das ist insbesondere, wenn ein Sachzusammenhang zwischen dem Mittel und dem Drohungszweck nicht besteht. Ich rede von
zwei Konstellationen denkbar, sind auch noch ein paar mehr, aber ich nehme mal die beiden Klassiker. Das eine ist die Strafanzeige, ja, ich drohe mit der Strafanzeige. Und das zweite ist, ich drohe mit einer schlechten Bewertung, insbesondere letztes, also schlechte Internetbewertung, ja, 0 Sterne bei reisebewertung.de, so Zeug, TripAdvisor, so ein Zeug. Da kann man über diese eventuell rechtswidrige Zweckmittelrelation mal nachdenken. Erstens also Strafanzeige. Das ist mein Druckmittel, ja, mein Drohungsmittel. Ich zeige dich bei der Polizei an. Das ist dann rechtswidrig und berechtigt meinen Bedrohten zur Anfechtung, wenn zwischen der Anzeige, die ich abzugeben drohe, und dem, was ich hier von ihm will, meinem Zweck, kein Sachzusammenhang besteht. Das wäre dann gegeben, wenn ich jemanden vor mir habe, von dem ich weiß, der hat irgendeine dunkle Seite in seiner Vergangenheit. Ja, der hat Dreck am Stecken und die Cops sind noch nicht draufgekommen. So, jetzt will ich von dem, dass der eine Willenserklärung abgibt, ich will einen besonderen Vertrag, den der mit mir abschließt, was auch immer das sein mag. Und ich sage zu ihm, du, guck mal, wenn du diesen Vertrag nicht mit mir abschließt, dann denke ich darüber nach, ob ich wegen dieser alten Geschichte doch nochmal zur Polizei gehe. Das ist eigentlich rechtmäßig. Ich darf zur Polizei gehen. Die freuen sich, wenn ich vorbeikomme und eine Anzeige stelle. Ja? Aber nicht zu diesem Zweck. Fehlender Sachzusammenhang, das wäre eine rechtswidrige Drohung. Und rechtswidrig sind auch die Kunden, die Hotelkunden, die Reisenden, die sagen, hey, mach's mir mal billiger. Oder aber ich werde dich mit 0 Sternen oder schlechten Noten oder einer bösartigen Kritik im Netz bestrafen. Das ist nun auch eine klare Drohung. Da ist auch das Mittel für sich okay, denn ich darf ja erstmal negative Bewertungen abgeben, solange ich jemanden nicht verleumde oder sowas mache. Das wäre also per se auch rechtmäßig, nur eben der Einsatz dieses Mittels, nämlich der schlechten Bewertung, zu diesem Zweck, nämlich einen billigeren Preis in Rabatt zu bekommen. Diese Relation ist rechtswidrig. Und damit, liebe Studierenden, wären wir mit den Willensmängeln durch. Damit wären wir mit den Anfechtungsgründen durch. Und Sie können nochmal nachzählen, es waren 6. Irrtum 1, 2, 3, Erklärungsinhaltseigenschaftsirrtum, kaputter Bote, 120 Falschübermittlungen, dann haben wir schon 4, dann die Täuschung 5 und die Drohung 6 und das war's. Damit haben wir auch natürlich das größte Kapitel der heutigen Vorlesung hinter uns. Bleibt mir noch was zu sagen zur Anfechtungserklärung, dann zur Anfechtungsfrist und dann schließlich zu diesem Schadensersatzanspruch, den ich ja schon ein paar Mal erwähnt habe nach 122. Das war's dann. Zur Anfechtungserklärung habe ich ganz ehrlich praktisch nichts zu sagen. Warum? Weil ich das alles schon erklärt habe. Ich habe Ihnen in Folie 5, war es glaube ich, in Vorlesung 5, eine Einführung in die Rechtsgeschäftslehre gegeben. Da habe ich Ihnen was von einseitigen, empfangsbedürftigen Willenserklärungen erzählt. Dann habe ich Ihnen erzählt, das seien Gestaltungsrechte. Und dann habe ich Ihnen gesagt, die kommen in der Vorlesung. Ja gut, und hier ist es jetzt nun. Ja. So, das Einzige, was einigermaßen neu ist, ist das, was da oben in der ersten Zeile steht, aber auch das ergibt sich aus dem bereits Gesagten. Eine Willenserklärung, die mit einem Willensmangel behaftet ist, also einem von den 6, die wir jetzt gerade eben gehabt haben, die ist so lange erstmal nur anfechtbar. Also sie ist noch wirksam, sie ist noch in der Welt. Dann habe ich, Dynamik des Anfechtungsrechts, ja, hatten wir oben, die Möglichkeit, dies anzufechten, vermittels meiner Anfechtungserklärung. Und dann wird meine ursprüngliche mängelbehaftete Willenserklärung extunk von Anfang an unwirksam. Dann ist sie angefochten. Anfechtbar, angefochten. War das neu? Nee. Dann unten drunter. Anfechtungserklärung, wie der Name schon sagt, eine Willenserklärung und die ist einseitig empfangsbedürftig. Dazu brauche ich keine Zustimmung, keinen Antrag, Annahme oder so ein komisches Zeug. Nein, 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 nein. Ich fechte an, over. Das bedeutet, weil es eine Willenserklärung ist,
lege ich selbstverständlich auch die aus. Siehe vorangegangene Folie, ja? Auslegung von Willenserklärung, 133, 157 BGB, objektive Empfängerhorizont, haben wir alles gehabt. Und natürlich Fall seit Demonstratio non nocet haben wir ebenfalls gehabt. Die Leute müssen nicht sagen, ich fechte an. Das kann ich ja von keinem erwarten, keinem normalen Menschen, ja, der nicht Jura studiert hat. Der sagt, ich will nicht mehr, ich habe mich geirrt, ich will mein Geld wieder haben. Oder der sagt irgendwelche komischen Sachen und da muss daraus klar werden, du willst dich von dem Geschäft lösen. Das muss natürlich auch für den Empfänger deutlich werden. Wir haben gleich die nette Anfechtungserklärung, die da nicht ganz hinreicht. Aber das ist ein Hihi-Fall. Ja. Das ist also, so werden wir gleich sehen. Die ist ein Gestaltungsrecht. Ich mag es einfach, dieses Wort zu benutzen, weil es für systematische Klarheit sorgt. Die Rechtsfolge, also Extunknichtigkeit meiner eigenen ersten Willenserklärung, tritt mit der Anfechtungserklärung, also meiner zweiten Willenserklärung, mit der Ausübung des Gestaltungsrechts ein. Es bedarf keiner Annahme, habe ich gerade schon gesagt. Und damit Sie wissen, wie wichtig und schön das Wort Gestaltungsrecht ist, auch die Kündigung ist ein Gestaltungsrecht, also bei Dauerschuldverhältnissen, insbesondere im Miet- und Arbeitsrecht, Dienstvertragsrecht. Der Rücktritt, den wir in den Leistungsstörungen kriegen werden, sowohl bei der zweiten als auch bei der dritten Leistungsstörung, ist ein Gestaltungsrecht. Die Minderung im Kaufrecht ist ein Gestaltungsrecht. Der Widerruf, und zwar jetzt der verbraucherschutzrechtliche Widerruf 355 BGB, ist ebenfalls ein Gestaltungsrecht. Das heißt, es ist ganz okay, wenn man sieht, es gibt da dieses Rechtsinstitut des Gestaltungsrechts als einseitig empfangsbedürftige Willenserklärung, dass das gesamte BGB, und zwar sowohl im allgemeinen Teil als auch im Schuldrecht, immer wieder durchzieht. Und wenn man das im Griff hat, dann ist man schon mal ein Stückchen schlauer. Nicht mehr als das. Und jetzt eine zu nette Anfechtungserklärung. So typisches Internetzeug. Auch hier ein gerichtliches Verfahren in Berlin, im schönen Berlin. Offenbar die freundliche Anfechtungserklärung. Das lesen wir durch und nicken, mehr machen wir nicht. Der Beklagte hatte in eBay an den Kläger verschiedene Telefone und dann stellt er fest, dass er bei seinem Angebot einen fehlerhaften Preis genannt hatte. Das riecht also massiv nach Erklärungsirrtum. 119 Absatz 1 Fall 2 nehmen wir als gegeben hin. Ich will ja jetzt zur Anfechtungserklärung. Darauf schreibt er an den Kläger, also seinen Käufer, den er gehabt hat, hallo, und das legen wir jetzt aus. Fragen uns jetzt, ist das eine wirksame Anfechtungserklärung? Wie gesagt, falsa demonstratio non nocet, der muss das Wort Anfechtungserklärung nicht gebrauchen, aber es muss schon klar werden, hey, ich will da raus. Sehe gerade, das ist so schön dann auch, wenn die Originalorthographie und Grammatik, sehe gerade da, bei der Einstellung der Auktion etwas schief, pro Telefon waren 99 Euro für sofort kaufen. Wie wollen wir jetzt verfahren? Hast du trotzdem Interesse an den Telefonen? Und bei aller Liebe, ja, das ist nicht die Botschaft, die ein Anfechtender von sich geben sollte. Das Gericht, und das ist auch super jetzt, ja, was hier steht, sah darin keine ausreichende Anfechtungserklärung, 143 BGB, keine Ausübung des Gestaltungsrechts, sodass der Kaufvertrag wirksam blieb. Der Hinweis, die Telefone trotzdem verkaufen zu wollen, also der will ja mit dem irgendwie weitermachen, der will nicht raus, hast du trotzdem Interesse? Und die Anfrage, was machen wir jetzt, zeige die prinzipielle Bereitschaft dazu, am Geschäft festzuhalten. So viel zur Anfechtungserklärung, dann zur Frist. Es sind in Wirklichkeit zwei Anfechtungsfristen, und zwar je nachdem, welchen Anfechtungsgrund ich ins Feld geführt habe. Das ist unmittelbar einleuchtend. Bei den ersten vier Anfechtungsgründen liegt das Problem bei mir. Also mein Irrtum, mein Bote, der falsch übermittelt dieses Zeug. Dann muss ich unverzüglich anfechten, 121 BGB. Ist eine Kommentierung wert, ne? Den 121 neben den 119, neben den 120. Naja, es ist gleich die nächste Vorschrift, also vielleicht muss man sich nicht kommentieren. Aber doch, ich finde schon, ist hilfreich in der Klausur. Und wenn ich getäuscht oder bedroht wurde, dann hat ja jemand anders auf meine Privatautonomie eingewirkt. Dann muss ich mich nicht beeilen, sondern dann gibt mir der 124, also für die Fälle des 123, gibt mir der 124 länger Zeit. Ich habe Ihnen die Vorschriften jetzt nicht an die Wand geworfen, weil ich irgendwie finde, Sie können das Gesetz selber aufschlagen.
Der 121 sagt alles, was zu sagen ist. Was ich Ihnen noch nicht erklärt habe, ist diese runde Klammer um das Wort unverzüglich. Das nennt man Legaldefinition. Das heißt, das Gesetz definiert selbst, was ein Wort bedeuten soll. Das ist eine unglaubliche Nettigkeit des Gesetzgebers, weil er uns selbst sagt, das Wort unverzüglich bedeutet Folgendes. Gelesen heißt das also, die Anfechtung muss in den Fällen des 119, 120, das sind die Irrtümer und der Bote, ohne schuldhaftes Zögern, das ist die Legaldefinition des Wortes, unverzüglich erfolgen, nachdem der Anfechtungsberechtigte vom Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt hat. Bis hierhin und nicht weiter. Das heißt, naja gut, da halten wir schon noch mal inne. Also unverzüglich bedeutet ohne schuldhaftes Zögern. In dem schuldhaften Zögern steckt die Schuld drin. Wir wissen, was Schuld ist. Entschuldigung, wo war ich stehen geblieben? Wir wissen, was Schuld ist. Schuld ist für Schulden ist entweder Vorsatz, also Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung, oder Fahrlässigkeit, also 276 Absatz 2 BGB, ist gleich Sorgfaltswidrigkeit. Damit, da drin steckt eine Erkenntnis über das Wort unverzüglich. Unverzüglich bedeutet nicht sofort. Das nicht, das ist keine absolute Zeitbestimmung, sondern unverzüglich bedeutet, du darfst nicht sorgfaltswidrig zögern oder absichtlich zögern, aber absichtlich zögern tut ja praktisch niemand. Also sorgfaltswidrig zögern. Das heißt, du musst in sorgfältiger Weise deine Anfechtungserklärung auf den Weg zum anderen bringen, der ja vielleicht gerne wissen möchte, ist der Vertrag nun wirksam oder nicht. Das kann schon mal ein bisschen dauern. Also insbesondere, wenn die Situation unklar ist, dann ist es vielleicht in Ordnung, wenn ich erstmal kurz mit einem Anwalt oder sonst irgendeinem Juristen oder Experten oder so jemandem rede, bis ich das weiß. Und da können durchaus schon mal ein paar Tage ins Land gehen. Darum kriegen Sie an dieser Stelle von mir keine absolute Zahl, sondern zu überprüfen ist, hat jemand mindestens fahrlässig, mindestens sorgfaltswidrig 276 Absatz 2 BGB gezögert. Da. Da hatten wir unsere Gertrude oben bei dem Flohmarktfall. Ja, die wartet einfach nur ein paar Wochen. So, das würde man hier in den 121 reinpacken. Gut. Zu dem zweiten 124, auch hier reicht eigentlich im Grunde Lesen. Absatz 1 sagt, Anfechtung wegen Täuschung oder Drohung kann nur binnen Jahresfrist erfolgen. Hier steht ja auch auf der Folie, ich habe also ein Jahr Zeit. Jetzt habe ich dazu geschrieben, ein Jahr Minimum. Warum habe ich das dazu geschrieben? Ja, weil es diesen Absatz 2 gibt. Die Frist beginnt im Fall der Täuschung mit dem Zeitpunkt, in welchem der Anfechtungsberechtigte die Täuschung entdeckt. Also ab der Sekunde, wo ich, ab dem Tag besser gesagt, wo ich nicht mehr getäuscht bin, wo ich die Wahrheit kenne. Wo, man kann es anders formulieren, meine Autonomiebeeinträchtigung ein Ende findet. Weiter geht es im Text, im Falle der Drohung mit dem Zeitpunkt, in welchem die Zwangslage aufhört. Das ist wieder genau das Gleiche, indem ich nicht mehr bedroht bin, also wieder meine Autonomiebeschränkung ein Ende findet. Und dann lohnt noch der Absatz 3 unten. Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn 10 Jahre seit Abgabe der Willenserklärung verstrichen sind. So, da haben wir es im Prinzip. Ja, meine Jahresfrist beginnt also zu laufen, wenn ich bei Täuschung die Wahrheit kenne und bei Drohung der drohende Zustand nicht mehr besteht, weil der Drohende aus irgendwelchen Gründen mich nicht mehr mit irgendwas in der Hand hat. Tja, das kann schon dauern. Und dann ist nach 10 Jahren Schluss. Was ganz okay ist, finde ich, ist diese Möglichkeit, mein Gestaltungsrecht auszuüben oder nicht auszuüben für ein ganzes Jahr. Ich habe ja mir gegenüber jemanden, der hat mich entweder getäuscht oder bedroht. Und irgendwann ist klar, ich bin dir draufgekommen oder du kannst mich nicht mehr bedrohen. Und dann will der wissen, das ist echt nett, hier steht am ausgestreckten Finger, dann will der wissen, oh, wirst du jetzt anfechten, wirst du nicht anfechten, wirst du anfechten, wirst du nicht anfechten. Und ich sage, das überlege ich mir noch. Und 365 Tage habe ich Zeit und am 363. sage ich, ja, wahrscheinlich schon. Am 364. sage ich, vielleicht doch nicht. Und dann am 365. zack. Das hat der idealtypischerweise auch nicht besser verdient. Das war unsere Tour durch das Prüfungsschema der Anfechtung. Jetzt haben wir es hinter uns. Die 4 Schritte.
Anfechtungsgrund, Anfechtungserklärung, Anfechtungsfrist und dann Rechtsfolge, die ich aber immer mitgezogen habe, die in dem 142 BGB drin steht, Extunknichtigkeit meiner eigenen Willenserklärung. Das war es. Jetzt haben Sie also einen Fall geprüft und jemand hat angefochten. Und Ihr Ergebnis ist jetzt nun, die Anfechtung war wirksam. Das heißt, die ursprüngliche mängelbehaftete Willenserklärung ist aus der Welt. Und zwar extunk rückwirkend, als sei sie nie da gewesen. So, dann würden Sie gerne den Sack zumachen und die Klausur abbrechen und nach Hause gehen. Aber leider, leider, leider gibt es jetzt die Möglichkeit, dass man mit einem neuen Anspruch nochmal von ganz vorne beginnt. Und wir lernen jetzt die Schadensersatzanspruchsgrundlage des Paragraphen 122 BGB kennen. Und die Idee ist folgende. Nicht bei der Täuschung, nicht bei der Drohung, ja? Nur bei den Irrtumsfällen und bei den kaputten Booten. Die Idee ist folgende. Da habe ich nun angefochten und der andere hat vertraut darauf, dass meine Willenserklärung wirksam gewesen wäre. Hätte sie ja auch sein sollen. Aber ich habe mich dummerweise geirrt. Das konnte der aber nicht wissen. Hat also jetzt mein Anfechtungsgegner gegen mich einen Anspruch auf Ersatz des Vertrauensschadens begrenzt durch den Erfüllungsschaden. Das wird nochmal ein kleiner Weg und jetzt kommt eben das, was ich oben schon angekündigt habe. Jetzt kommt Differenzhypothese, positives Interesse, negatives Interesse und eine übrigens auch nicht ganz nett formulierte Vorschrift in dem 122. Da müssen wir jetzt noch durch, aber dann sind wir fertig. Wenn Sie sich wieder einen Fall vorstellen wollen, wo man ungefähr wäre, dann nehmen Sie doch wieder den Benno aus der Trierer Weinversteigerung und stellen Sie sich jetzt vor, was bis jetzt passiert wäre. Also erstens hatten die einen Kaufvertrag über Wein, ja, Erklärungsfahrlässigkeit, Folie von früher. Zweitens kann der Benno seine Willenserklärung, sein Handwinken eventuell anfechten, ja, kann er, 119 Absatz 1. So, dann haben wir keinen Kaufvertrag mehr, keinen Anspruch unseres Weinverkäufers gegen den Benno auf Zahlung, Kaufpreis für den Wein. So. Und jetzt fragt der Weinverkäufer uns, ob er vielleicht einen Schadensersatzanspruch gegen den Benno hatte. Dann sagt er, ich hatte so und so viel Kosten, ich hätte das vielleicht an jemand anderen verkauft. Der will wissen, hilft mir irgendjemand in meinem Vertrauen? Und dann wäre die Frage, hat der Weinverkäufer, Weinversteigerer gegen den Benno einen Anspruch nach 122 BGB auf Schadensersatz? Wir werden das dann sehen. Vertrauensschaden begrenzt durch den Erfüllungsschaden oder negatives Interesse begrenzt durch das positive Interesse. Synonym. Das machen wir jetzt alles gleich. Das ist jetzt die Situation, in der wir sind. Sie müssen erstmal kapiert haben. Sie lernen gerade eine neue Anspruchsgrundlage kennen. Ja? Bis jetzt haben wir Anspruchsgrundlagen gehabt, 100.000 mal den 433, ein bisschen den 823 und angekündigterweise schon den 280 BGB, aber noch nie richtig geprüft. Und jetzt haben wir hier im Sonderfall des Anfechtungsrechts und der Scherzerklärung, aber das spielt nur eine Randrolle, im Sonderfall des Anfechtungsrechts eine eigene, nach erfolgreicher Anfechtung eingreifende Schadensersatzpflicht des Anfechtenden. Lesen wir es durch und ich sage vorher bereits, der Wortlaut ist am Anfang mehr verwirrend als aufklärend, aber jetzt meine Aufgabe, das dann eben aufzuklären. Ist eine Willenserklärung wegen Scherz nichtig? Kommt später, der 118. Das ist, man macht einen Witz. Kein Witz, man macht einen Witz, im Ernst, das steht da drin. Aber kommt später. Lassen wir sie erstmal weg. Ist eine Willenserklärung aufgrund der 119, 120 angefochten? Also nicht aufgrund 123, habe ich gerade erklärt, ist logisch. So hat der Erklärende, und das ist unser Anfechtender. Ja? Der hat zuerst die fehlerbehaftete Willenserklärung erklärt und dann hat er hinterher die Anfechtung erklärt. So hat der, und das mit dem dritten lasse ich jetzt raus, den Schaden zu ersetzen, den der andere dadurch erleidet, dass er auf die Gültigkeit der Erklärung vertraut. Das werden wir nennen negatives Interesse, Vertrauensschaden. Jedoch nicht über den Maximalbetrag des Erfüllungsinteresses hinaus, welches der andere an der Gültigkeit der Erklärung hat. Das nenne ich positives Interesse. Das heißt, die Grobstruktur, damit habe ich Ihnen noch nicht erklärt, was ist, die Grobstruktur ist klar. Ich muss negatives Interesse oder auch Vertrauensschaden ersetzen mit der maximalen Obergrenze des Erfüllungsinteresses. Das ist schon noch mal ein kleines bisschen Stoff.
Gucken wir mal, was ich da unten noch auf die Folie geschrieben habe. Das nur bei der Anfechtung nach den ersten vier Anfechtungsgründen. Ja, das habe ich mehrfach gesagt. Wer arglistig getäuscht oder bedroht wurde, schuldet natürlich keinen Schadensersatz. Das müsste sitzen. Dann habe ich Ihnen oben drunter, unten drunter schon fett, also wir haben negatives und positives Interesse. Da muss ich jetzt dran. Das gucken wir uns jetzt an. Vertrauensschaden und Erfüllungsschaden. Also zur begrifflichen Klärung. Es gibt diese vier Wörter, aber es sind nur zwei Dinge, die bezeichnet werden. Negatives Interesse ist gleich der Vertrauensschaden. Positives Interesse ist gleich der Erfüllungsschaden. Das ist für Sie jetzt noch ein böhmisches Dorf. Ich sage Ihnen aber eins, das kommt in dieser Vorlesung so häufig vor. Das kommt hier vor. Es kommt sehr massiv dann vor allem der Erfüllungsschaden im Schuldrecht vor. Und also wir werden mit diesen Begriffen noch so oft hantieren, dass ich hoffen kann, dass Sie das irgendwann hinkriegen. Es geht jetzt um die Schadensermittlung. Das deutsche Haftungsrecht gewährt, wenn Schadensersatzansprüche bestehen, grundsätzlich materielle Vermögensschäden. Nur in Klammern, daneben gibt es noch immateriellen Schadensersatz, das nennt man dann Schmerzensgeld, interessiert uns hier nicht, kommt später im Deliktsrecht. Also, materielle Vermögensschäden. Das ist eigentlich eine gute Nachricht, weil das ist relativ einfach zu berechnen. Wie ermittelt man die materiellen Vermögensschäden? Die ermittelt man mittels der Differenzhypothese. Das ist ein schönes Wort, weil nämlich erstens Differenz, wir ziehen in der Tat eine materielle Vermögenslage von einer anderen hypothetischen ab. Und zweitens Hypothese, ja, wir müssen eine hypothetische Vermögenslage einstellen. Gut. Das heißt, diese Differenzhypothese, und es steht hier in der zweiten Zeile drin, ist schlicht und ergreifend die Differenz aus einem hypothetischen höheren Vermögen des Schadensersatzgläubiges abzüglich seines realen Vermögens. Das Ergebnis ist der materielle Vermögensschaden. In der Klausur empfiehlt sich an dieser Stelle der Einleitungssatz: Der Schadensersatzgläubige ist so zu stellen, als ob, und dann bezeichne ich das Hypothetische, die hypothetische Vermögenslage. Sie werden gleich sehen, simpel ist die reale Vermögenslage, die dann abgezogen wird. Das Interessante, und da kann man dann eben unterschiedliche Dinge einstellen, ist die hypothetische Vermögenslage. So, bei dieser Frage, was stelle ich in die hypothetische Vermögenslage eines Schadensersatzgläubigers ein, gibt es nun diese Unterscheidung zwischen negativem Interesse ist gleich Vertrauensschaden oder positivem Interesse ist gleich Erfüllungsschaden. Das sehen Sie hier auf der Folie unter erstens und zweitens. Nun, bei der Ermittlung des negativen Interesses oder auch des Vertrauensschadens ist der Gläubige so zu stellen, als ob es die angefochtene Willenserklärung niemals gegeben hätte. Das heißt, seine hypothetische Vermögenslage wird so ermittelt, als ob es die angefochtene Willenserklärung, die jetzt ja inzwischen weg ist, als ob die niemals in der Welt gewesen wäre. Das ist das, was ich beim negativen Interesse in die Hypothese einstelle. Beispiel: Du hast angefochten und deine Willenserklärung ist jetzt nicht mehr da, unser Vertrag ist nicht mehr da. Weil ich auf unseren Vertrag vertraut habe, auf deine Willenserklärung vertraut habe, habe ich angefangen, Transport in die Wege zu leiten, habe ich angefangen, etwas abzuschicken und das hat mich ein Porto gekostet, habe ich angefangen, für dich Ware bereitzustellen und Lagerungskosten und so weiter und so weiter. Das alles hätte ich, Achtung, wenn es deine Willenserklärung nie gegeben hätte, nie gemacht. Das heißt, das, was ich gerade geschildert habe und was da in der Mitte steht, ist mein klassischer Vertrauensschaden. Ich will wieder auf der Vermögensstufe sein, auf der ich wäre, wenn du deine später angefochtene Willenserklärung niemals abgegeben hättest. Gut, damit haben wir zumindest schon mal methodisch einigermaßen klargestellt, was in die Hypothese beim negativen Interesse einzustellen ist. Jetzt beim positiven Interesse. Das ist simpler. Der sogenannte Erfüllungsschaden. Später in der Vorlesung im Schuldrecht werde ich den nennen Schadensersatz statt der Leistung. Ist dumm, es sind schon drei Ausdrücke für eine gleiche Geschichte. Also, es tut mir sehr, sehr leid. Okay, dort ist die hypothetische Vermögenslage diejenige, dass der Gläubige so zu stellen ist, wie er stünde, wenn das Geschäft ordnungsgemäß erfüllt worden wäre.
Das bedeutet im Regelfall des gegenseitigen synalagmatischen Vertrags, der Gläubige ist so zu stellen, als ob Leistung und Gegenleistung erbracht worden wären. Was wiederum bedeutet, dass ein positives Interesse oder Erfüllungsschaden nur derjenige hat, der mehr bekommen hätte, als er gegeben hätte. Und das ist zumeist Wert minus Preis. Also mein Erfüllungsinteresse, mein positives Interesse aus einem Geschäft ist das, ich kriege etwas, das ist 100 Euro wert und zahle dafür nur 80. Dann ist mein positives Interesse 20 Euro. Okay? Wert minus Preis wird eine für uns häufig anzustellende Rechnung sein, oder ich sollte eigentlich besser sagen Hypothesenbildung sein. Damit habe ich Ihnen die Differenzhypothese, also den Abzug der realen Vermögenslage von der hypothetischen, mal anerklärt, wird ja noch öfters kommen. Damit habe ich Ihnen weiterhin erklärt, dass der Witz darin liegt, was man in die jeweilige hypothetische Lage einstellt. Damit habe ich Ihnen weiterhin erklärt, und das möchte ich nochmal betonen, dass der Satz, der Gläubige ist so zu stellen, als ob, und dann die beiden unterschiedlichen Varianten, dass das in der Klausur echt hilfreich ist. Ja? Und dass im Falle des negativen Interesses, Gläubiger ist so zu stellen, als ob es die Willenserklärung nie gegeben hätte, die dortige hypothetische Vermögenslage. Und im positiven Interesse, der Gläubiger ist so zu stellen, als ob das Geschäft ordnungsgemäß durchgeführt worden wäre, also Leistung und Gegenleistung ausgetauscht worden wären. So, wir machen gleich noch einen konkreten Fall dazu. Ich will nur noch einmal das mit dem 122 in Verbindung bringen. Denn warum erzähle ich das alles hier im Rahmen des Paragraphen 122? Schauen Sie noch mal rein. Ich werfe Ihnen den jetzt extra nicht mehr hier auf die Screen, weil ich ihn vorhin schon hatte und ihn ja auch schon so nett vorgelesen habe. Und irgendwann müssen Sie diesen Wortlaut selber checken. Der 122 gibt Vertrauensschaden, also negatives Interesse, begrenzt der Obergrenze des Erfüllungsschadens, des positiven Interesses. Und darum ist der 122 auch in der Klausur toll für den Klausurensteller, nicht für die armen Studierenden, das gebe ich schon gerne zu, weil es immer schwierig ist. Aber für mich als Klausurensteller ist der super. Warum? Die Studierenden, und das machen leider die allerwenigsten, müssen zwingend, wenn sie den 122 prüfen wollen, beide Schadenstypen berechnen. Sie müssen erstens den Vertrauensschaden berechnen, das negative Interesse ist so zu stellen, als ob es Willenserklärung gegeben hätte. Das müssen sie in jedem Fall machen, das ist das, was gegeben wird. Und dann kommt aber noch die Obergrenze. Sie müssen gucken, ob das Erfüllungsinteresse, wie hoch das ist, ob das als Maximalgrenze den Vertrauensschaden möglicherweise begrenzt. Das ist doch toll. Ja? Okay, kurzer Fall, da stellen wir das unter Beweis und dann hauen wir ab. Diese Berechnungen oder Ermittlungen von negativem und positivem Interesse sind immer anspruchsvoll. Ja? Also ich habe niemals behaupten wollen, dass da jetzt irgendwie easy, was wir jetzt hier machen. Gucken wir es uns an. Kunsthändler V. hat in seinem Geschäft eine antike Vase ausgestellt. Da klingelt irgendwo die Invitatio, aber die wird uns jetzt nicht interessieren. Der Käufer, potenzielle Käufer Konrad bietet dem Valentin per Mail für diese Vase 3.000 Euro an. Die Zahlen werden jetzt natürlich wichtig. Ne? Also wir müssen ja zu irgendwelchen Zahlen kommen. Schadensermittlungszahlen. Der Valentin nimmt das Angebot des Konrad ebenfalls per Mail an. Soweit so gut, damit haben die einen Kaufvertrag, zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Noch bevor der Konrad die Vase abholen kommt, erscheint der dritte Dieter, der dem Valentin für die Vase 4.000 Euro bietet. Der Valentin ist ein ehrlicher Mensch und ein treuer Verkäufer und er lehnt, obwohl er 1.000 Euro noch mehr verdienen könnte, den Antrag des Dieter mit großem Bedauern ab, da die Vase bereits verkauft sei. Ist ein schöner Fall, muss ich echt sagen. Konrad ficht seine Willenserklärung später erfolgreich wegen Eigenschaftsirrtums, also 119 Absatz 2 BGB, an. Der Valentin verlangt von Konrad Schadensersatz. Und wir wissen aus welcher Anspruchsgrundlage, 122 BGB. Anspruch des Valentin gegen Konrad auf Schadensersatz, wenn die Vase einen Wert von 2.000 Euro hat. Okay, dann versuchen wir das mal. Ist jetzt natürlich, ich mache es für Sie, ja, aber wollen Sie kurz eine Pause drücken und das selber versuchen? Vielleicht gar nicht so schlecht.
Meine Klausursituation, nur mal zur Einordnung, ist jetzt übrigens wahrscheinlich die folgende. Ich habe einen ganzen Anfechtungsfall bereits hinter mir. Also das, was in meinem Fall jetzt so lapidar darstellt, ficht seine Willenserklärung erfolgreich an. Das war ja eine ganze eigene Prüfung. Ja? Also ich komme aus einem Fall, der heißt wahrscheinlich, hat der Valentin gegen den Konrad einen Kaufpreisanspruch in Höhe von 3.000 Euro aus 433.2. Und dann geht es los mit Einigung, Wirksamkeitshindernisse, dann die Anfechtung, das ganze Anfechtungsprüfungsschema, was wir gerade gemacht haben, Grunderklärung, Frist, Rechtsfolge. Sie sind schon fertig mit den Nerven. Ja? Und dann kommen Sie zum Schluss zu dem Ergebnis, hat angefochten, Eigenschaftsirrtum 119.2, verkehrswesentliche Eigenschaft, bla 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 bla. Das haben Sie alles gemacht mit der Frist. So. Und jetzt wissen Sie, kein Kaufvertragsanspruch. Und jetzt kommt der 122. Das heißt, man fängt wieder von vorne an und fängt jetzt an, den 122er zu prüfen. Wenn Sie da reingucken, und das ist jetzt die gute Nachricht, der 122 hat nur eine einzige Voraussetzung. Nur eine einzige Voraussetzung. Da steht nämlich drin, ist eine Willenserklärung wegen 119 oder 120 angefochten, Komma. Und dann ist bereits die Rechtsfolge ausgelöst, dann gibt es Schadensersatz. Das heißt, die Prüfung ist jetzt nicht gerade besonders lang. Ja? Also erstens zu prüfen, wer, ob angefochten wurde. Und wenn die Klausur so ist, wie ich sie gerade geschildert habe, dann sagen Sie, siehe oben, das habe ich doch die ganze Zeit geprüft. Ja? Das heißt, das, was der 122 dann von Ihnen will, und das ist nicht mehr so wahnsinnig viel, ist, dass Sie erstens das negative Interesse berechnen, zweitens das positive Interesse berechnen und dann gucken, ist die Maximalgrenze des positiven Interesses erreicht und wird das hier gedeckelt, sozusagen. So, dann berechnen wir mal das negative Interesse des Valentin. Erstens und dann zweitens Kontrollhaber sein positives Interesse. Erstens, negatives Interesse des Valentin. Der Valentin ist so zu stellen, als ob es die Willenserklärung des Konrad, die ja später angefochten wurde, niemals gegeben hätte. Na, kriegen Sie es hin? Geht grammatikalisch weiter. Wenn es die Willenserklärung des Konrad nicht gegeben hätte, also wenn der Konrad nicht per Mail gesagt hätte, hier 3.000 Euro, dann hätte der Valentin was gemacht? Er hätte die Vase für 4.000 Euro an den dritten Dieter verkauft. Er hätte eine Vase, die 2.000 Euro wert ist, für 4.000 Euro verkauft. Das heißt, er hätte 2.000 Euro Gewinn gemacht. Demzufolge liegt sein negatives Interesse oder auch sein Vertrauensschaden bei 2.000 Euro. Sind noch alle dabei? Ja. Dann muss ich überprüfen, ob die Deckelung des positiven Interesses eingreift, ob also das, denn das positive Interesse ist der Maximalwert. Man kann nie aus 122 mehr kriegen, als man bekommen hätte, wenn das Geschäft ordnungsgemäß durchgeführt worden wäre. Wer da kurz drüber nachdenkt, sieht, das ist gerecht. Ja, also du kriegst über 122 nie mehr, als du aus unserem später angefochtenen Geschäft gekriegt hättest, bekommen hättest. So, wie sieht das positive Interesse aus dem angefochtenen Geschäft aus, also das hypothetisch positive Interesse. Danach wäre der Valentin so zu stellen, als sei das Geschäft ordnungsgemäß durchgeführt worden. Es hätte er also mit dem Konrad wohlgemerkt den Kaufvertrag abgewickelt, dann hätte er 3.000 Euro eingenommen für eine Vase, die immer noch 2.000 Euro wert ist. Das heißt, er hätte ein positives Interesse von 1.000 Euro an dem Geschäft mit dem Konrad gehabt. Das ist weniger als die 2.000, die wir gerade hatten. Das heißt, die Deckelung greift ein. Das heißt, der Anspruch ist am Ende 1.000 Euro. Brutal. Das war die Anfechtung, unser erstes Wirksamkeitshindernis. Na dann, ciao, ciao.